Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 391. Mein Name ist René, außerdem bis jetzt mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und wir warten noch auf den Herrn Marvin, der ist gerade noch auf dem Rückweg von der Arbeit, da war es heute ein bisschen stressig, von daher rutscht er dann hier gleich noch mit rein und dann war es das auch für diese Woche mit Anzahl von Menschen, die hier reden. Auch im Podcast wird die Kontaktgrenze mehr oder weniger eingehalten. Kurzarbeit, genau, wir melden Kurzarbeit an. Nein. Ja, wir wollen auch diese Woche wieder so ein bisschen reden über Eintracht und Fußball und Dinge, die uns sonst noch so einfallen, aber erstmal natürlich vielleicht mal so ein bisschen auch gucken, wie es uns gerade so geht. Wir haben in der Vorbesprechung gerade eben schon so ein bisschen uns drüber unterhalten, wie es uns so genau, so ein bisschen gejammert. Ich muss sagen, die Woche ging bei mir so halbwegs. Ich habe die Woche meinen Osterurlaub, auch wenn es irgendwie so ein bisschen komisch ist, wenn man irgendwie Ostern ohne Familie und die Schwiegermutter hatte Geburtstag und man ist nicht hingefahren und irgendwie alles so ein bisschen komisch. Aber hier muss ich kurz eingreifen. René, da wird mancher denken, warum beschwert sich denn der René, wenn er nicht zur Schwiegermutter auf den Geburtstag fahren musste? René hat vielleicht ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Schwiegermutter. Dementsprechend, auch ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwiegermutter. Ich wollte gerade sagen, woher kennst du meine Schwiegermutter? Aber Genau. Nein, alles prima. Es wird nur den einen oder anderen, der wird gedacht haben, was erzählen die zwei denn da? Es ist halt immer so, du hast halt so wenig Punkte, wo du halt Familie, auch wenn sie halt nah dran ist, wo man sich halt so sieht. Und so Geburtstage sind halt gerade, wenn es irgendwie an Eltern, Großeltern und so weiter geht, sind es halt schon immer so Punkte, wo halt die Familie, die ja auch quer über Deutschland verteilt ist, dann immer nochmal irgendwie zusammenkommt. Und das hast du halt in dem Fall irgendwie gar nicht. Und das ist halt schon irgendwo so, dass so nach diesen 3-4 Wochen, wo man jetzt mit so reduziertem Kontakt da unterwegs ist und dann auch solche Dinge halt einfach ausfallen, da wird es dir halt einfach noch bewusster. Ja. Stimmt, auf jeden Fall Traditionen, die einfach standardmäßig dazugehören. Das ist tatsächlich so, dass das da am meisten auffällt. Gerade halt jetzt auch mit Kindern Ostern, so nicht irgendwie Ostereier suchen bei den Großeltern und irgendwie literweise Eierlikör mit der Familie trinken und so weiter. Das sind halt schon so Dinge, die einem dann so ein bisschen fehlen. Glaube ich dir. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe die Woche Urlaub dann doch so ein bisschen genutzt, um mich auch vielleicht mit dem einen oder anderen mal ein bisschen weniger zu beschäftigen und von daher geht es jetzt irgendwie ganz gut. Klar, gestern durch diese ganzen Aussagen oder diese ganzen wie geht's jetzt weiter, Pressekonferenz von der Bundeskanzlerin, kommt man natürlich in dieses Thema wieder rein und nächste Woche muss ich auch wieder arbeiten. Da fängt man natürlich jetzt so langsam an, sich auch wieder Gedanken zu machen, da holt einen dieser Alltag wieder ein und das merke ich gerade. Ich wäre froh gewesen, wenn ich eine Woche mehr Ruhe gehabt hätte tatsächlich. Kann ich gut nachvollziehen, René. Also tatsächlich, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, für mich ist momentan jede Woche fast gleich. Und das ist schlimm, weil auch in dieser Woche, wo ja Ostern und normalerweise denkt man immer, oh super, so verlängertes Wochenende und was weiß ich. Also irgendwie hat sich bei mir gar nichts geändert. Gab zwar einfach nur das same procedure as every day, so ungefähr. Also im Moment, die Wochen verfliegen einfach. Es ist einerseits schön, dass einfach die Zeit schnell rumgeht. Andererseits, wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, uns fehlt ja allen, unter anderem der Fußball, aber auch alle anderen Aktivitäten, die man eben momentan nicht machen darf. Und da tut es mir insbesondere weh, wenn ich dann natürlich so eine Pressekonferenz wie gestern sehe oder dann auch die verschiedenen Nachberichte und so weiter mir dann anschaue und du siehst auf einmal, eigentlich ändert sich ja ewig immer noch nichts. Und ja, diese schrittweisen Änderungen, man kann es ja verstehen und es ist ja, und auch an dieser Stelle nochmal gesagt, bitte Leute, seid alle vernünftig. Man merkt, dass die Geduld beim einen oder anderen ein bisschen nachlässt. Auch ich bin mittlerweile so, dass ich so, boah, also es hängt mir langsam zum Hals raus. Aber es wird schon Sinn machen, das zu machen. Deshalb, wir müssen es befolgen, sonst haben wir am Ende vielleicht nochmal Rückschlag und die Kurve steigt wieder und so weiter und so fort. Also bitte haltet euch alle dran. Auf der anderen Seite kann ich auch jeden nachvollziehen, der jetzt sagt, puh, also so eine richtige Perspektive, dass du sagst, jetzt habe ich ein kurzfristiges Ziel oder ein mittelfristiges Ziel, auf das ich gut hinausarbeiten kann und sehe, dass es wieder der Normalität entspricht, hat man ja eigentlich erstmal nicht. Weil alleine schon, dass du ja siehst,
bis zum 3. Mai ändert sich ja eigentlich gar nichts. Ja, ne? Gut, aber also das ist ja sowieso ein Zeitraum, der mich jetzt nicht weiter verwundert. Meine Einschätzung war ja sowieso, dass das viel länger noch ist, und ich glaube auch nicht, dass da jetzt wirklich irgendwie das Ende ist, weil du hast ja am Ende auch nichts damit gewonnen, wenn du es dann von jetzt auf gleich dann irgendwie alles wieder zulässt. Also du kannst es ja nur stückweise hochfahren, und wir werden auch über einen langen Zeitraum nicht auf ein normales Level zurückkommen, wie wir es vorher hatten. Weil das Thema ja dann noch nicht durch ist. Dazu auch nochmal, weil du gesagt hattest vorhin, ich weiß gar nicht, wie du es so schön ausgedrückt hast, man hat das alles so ein bisschen abgeschaltet. Man hat sich dran gewöhnt. Ich bin es mittlerweile gewöhnt, bei jedem Laden in der großen Schlange davor zu stehen hier, da 3 Meter Abstand, jeder nur noch mit einem einzelnen Einkaufswagen, auch wenn ich nur Brötchen holen will. Man hat sich ja mittlerweile dran gewöhnt. Und dann sind so Tage, wo du dich eigentlich drauf freust, oh, jetzt gibt's mal neue Infos, und wirst aber so in diesen aus deinem normalen Rhythmus, weil du hast mittlerweile vieles akzeptiert und ach ja, dann ist es halt so, dann wieder doch wieder der Fokus wird draufgesetzt, und das ist eigentlich in der Stelle was, wo ich dann eher gestern gekotzt habe, als dass ich irgendwie mich gefreut habe, dass jetzt meinetwegen Läden, die unter 800 Quadratmeter haben, wieder aufmachen dürfen. Es ist ja nicht nur der Fokus, sondern es ist ja so, natürlich war ja jedem irgendwie so unterbewusst klar, das ist jetzt noch nicht rum, das wird noch lange irgendwie dauern, aber du hast ja trotzdem so irgendwie diesen Funken Hoffnung in dir. Sie sagen, jetzt ist es alles irgendwie super und sie haben irgendwie das Lösungsmittel gefunden und in 2 Wochen ist ja alles wieder wie vorher. Ja, genau. Und diese Hoffnung hast du ja, du klammerst dich ja, wie wir es ja auch so oft hier schon besprochen haben, so wirklich an so jeden einzelnen Strohhalm, und dann wirst du halt quasi knallhart auf diesen Boden der Realität draufgeknallt. Und das ist halt schon irgendwie dann so ein Stück weit schwierig. Da hast du recht, genau. Realität und Wunschdenken liegen da halt doch weit auseinander. Ja, leider. Dementsprechend, ja. Nein. Also das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass wir uns alle nochmal ins Gedächtnis zurückrufen. Das ist keine Schikane. Das ist auch nicht, dass die denken, sind übervorsichtig. Es wird alles Sinn machen, glaube ich, was so momentan ganz ehrlich, also wenn ich mir angucke, wie es in anderen Ländern ist, und herzliches Beileid an jeden Einzelnen, der in der USA oder in Großbritannien da unterwegs ist, glaube ich halt schon einfach, dass, oder habe ich das große Vertrauen in die Entscheider, dass das schon alles sehr richtig ist und sie da auch alle sehr gut beraten sind, und die Zahlen zeigen das ja auch. Und ich glaube, das ist halt eben auch so ein bisschen dieses Problem. Es ist halt bei uns noch nicht so schlimm wie in anderen Ländern, und deswegen ist natürlich auch die Gefahr viel größer, dass die Leute viel schneller und viel früher von diesem ganzen Thema irgendwie genervt sind. Ja, stimmt. Ja, aber da Akzeptanz ist die Akzeptanz das nicht so groß. Ja. Klar, wenn du jetzt irgendwie hier heute schon wieder irgendwie liest von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, die da irgendwie protestieren wollen ab dem 1. Mai und sonst irgendwas, wo du dir auch denkst, so liebe Leute, ihr seid sowieso schon nicht die hellste Kerze auf Gottes Kuchen. Aber irgendwann muss selbst bei euch mal das Licht aufgehen. Also ist echt schlimm. Und weil du gerade bei dem Thema Einkaufen hast, Grüße gehen raus an alle, die wie ich auch so ambitionierter Profi-Allergiker sind. Ich war heute einkaufen. Ich habe echt viel bekommen. Ich habe sogar Mehl und Toilettenpapier bekommen. Ja? Also ganz sehr großartig. Gut. Aber wenn du mit so einem Gesichtsschutz, mit so leicht roten Augen und so schniefend und niesend durch die Allergie durch so einen Einkaufsladen gehst, du wirst von den Leuten schon sehr, sehr komisch angeguckt. Also, dass die mich nicht direkt irgendwie da zwischen Tiefkühlpizza und Sommergemüse irgendwie ermordet haben und mich quasi live in die Tiefkühltruhe mich da verscharrt haben, weil ich da allergierend durch diesen Einkaufsladen gegangen bin, das war irgendwie schon irgendwie sehr lustig. Dafür hatten sie viel zu viel Angst vor dir, glaube ich. Ich weiß nicht, manche haben mich echt komisch angeguckt, weil als wenn ich irgendwie der Teufel persönlich wäre. Wenn wir schon von Teufel persönlich sprechen, der Marvin müsste jetzt auch dabei sein. Hi, na, ihr Schlawiner, alles gut bei euch? Ja, alles gut. Hallihallo. Wir sprechen gerade noch Marvin, über, schön, dass du da bist. Wie unsere Woche so war bis jetzt. Ich habe gerade von meiner Einkaufsstory erzählt, wo ich allergiegeschädigt, rotzend, mit roten Augen durch den Einkaufsladen heute gewankt bin.
Okay, dich hat es ja doppelt getroffen. Mich, ne, hat es doppelt getroffen. Seit, oder gut, wenn man in den Spiegel guckt, dann dreifach sogar. Ne? Shots fired. Oh, schön, ja. Sagt der Einstieg, Marvin. Ja, sagt der Mensch, der irgendwie hier mit offenliegendem Brusthaar-Toupet in irgendwelchen YouTube-Sendungen sitzt. Ja, ohne Scheiß. Ne? Ja, gut, war gewagt, sag ich mal. War gewagt. Was? War gewagt, ja. Auf jeden Fall. Ich fand's großartig. Naja. Ja. Sehr schön, freut mich. Naja, aber keine Angst, noch weiter runter geht's erstmal nicht. Ja. Vorerst. Ne? Vorerst. Naja, nee, ach ja, gut. Ich meine, aber es ist echt natürlich bitter, ne? Wenn du jetzt auch gerade noch richtig Allergie hast, nervt ja Kacke, ne? Ja, es ist halt irgendwie. Mami, wie war deine Woche? Wie war deine Woche gleich? Erzähl mal. Eine gute Frage tatsächlich. Heute war so ein bisschen so ein Tag, wo es mich schon alles genervt hat, ehrlich gesagt, ne? Also ich war dann, zum Glück war ich dann jetzt arbeiten. Das war tatsächlich nicht verkehrt, ne? Wo du dann doch mal wieder Leute siehst, weil wir ja doch im Großraumbüro, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, arbeitest, auch wenn viel weniger Leute da sind als für gewöhnlich, aber es sind halt Leute da, ne? Ja. Also insofern ist das schon mal eine ganz coole Sache. Und insofern war es in Ordnung, aber was mich halt echt mittlerweile nervt, ich kann mir keine Serien, neue Serien, das kann ich alles nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr für. Weißt du, das nervt mich alles. Ja. Also ohne Scheiß, ich kann nichts mehr Neues beginnen und denke dann, oh, mal gucken, was da so passiert. Es juckt mich nicht. Ich habe ohne Scheiß zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit mir mal wieder Serien, fernab von Netflix, wo ich halt viel gucke, oder halt Amazon Prime, wirklich mal wieder gekauft. Bei iTunes habe ich mir tatsächlich zwei Staffeln Modern Family gekauft, weil das halt für mich was Stabiles cool ist. Okay. Da habe ich einfach Bock drauf. Jetzt habe ich, ich habe bis 9 habe ich alle, glaube ich, bei Netflix geschaut, und 10 und 11 sind halt jetzt bei iTunes verfügbar. Ja. Und da habe ich gedacht, weißt du was? Scheiß drauf. Irgendwas zur Ablenkung, ja. Irgendwas zur Ablenkung, weil was Neues anfangen. Ich habe mit Community angefangen. Das ist eine coole Serie, aber die Serie ist irgendwie von 2009 und das siehst du natürlich auch. Ja, ne? Die ersten Staffeln zumindest, ja. Genau, genau. Ich meine, klar, genau, René, du hast vollkommen recht. Wenn ich dann, da komme ich irgendwann rein, dann ist das nicht mehr so schlimm, ne? Aber wenn du dann irgendwie anfängst, ach, dann habe ich gedacht, nee, mache ich dann lieber das. Ich bin mittlerweile echt auf dem Trip, dass ich sage, ich gucke demnächst mal wieder mehr Filme und weniger Serien, weil irgendwie ist es so ein, es ist so ein, einfach zu viel. Ich werde jetzt noch, nicht Breaking Bad, sondern Better Call Saul gucken, weil ich da auch schon angefangen habe. Aber an sich lasse ich es jetzt erstmal. Ne? Ja, ich bin auch noch gerade dabei, einiges irgendwie zu Ende zu gucken. Weil du gerade gesagt hast, ihr arbeitet ja im Großraumbüro. Ich habe das bei uns in der Firma so ein bisschen mitgekriegt, dass man sich jetzt irgendwie Gedanken macht, wie man in diesen Großraumbüros das irgendwie abstandswahrend irgendwie hinkriegt, mit irgendwie Tische so als Sicherheitsabstand, dass die Leute auch ja maximal weit auseinandersetzen. Habt ihr da auch solche Varianten, dass ihr da irgendwie wild rumgeschoben habt, die Tische? Oder wie haltet ihr das ein? Ja, also es ist definitiv so, dass wir einen neuen Plan, Sitzplan bekommen haben, ne? Okay. Und an so Inseln, wo normalerweise 4 Leute sitzen, sitzen nur noch 2, und die sitzen nicht gegenüber, sondern schräg gegenüber. Schräg versetzt. Okay. Genau, rechts ist ein Platz frei bei der einen Person, rechts ist ein Platz bei der anderen Person frei, ne? Dass du halt nicht komplett jemanden hast, der dir ins Gesicht niesen kann, im Zweifel, ja. Wie gesagt, also ja, das ist schon ein ordentlicher Abstand, ja. Und die Plätze sind auch, so ein Tisch, der ist schon recht groß. Da stehen ja auch 2 Monitore drauf. Und, ja, hast also, da halt kann man ein bisschen Fläche dazwischen, das stimmt schon, ne? Genau. Also insofern, ja. Security-mäßig machen die da schon recht viel. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich dann nächste Woche wieder arbeite, wie das dann aussieht, wobei bei uns noch ganz lange jetzt erstmal die Prämisse ist, weiterhin von zu Hause zu arbeiten, was ich ja prinzipiell auch so gewohnt bekomme, aber ich merke halt schon, es ist ein Unterschied, ob du das halt freiwillig machst oder ob du das halt irgendwie machen musst. Ja, genau. Ja. Und eigentlich war ich gerade in den letzten Wochen auch sehr damit zufrieden, halt sehr viel dann auch zwischendrin in den Pausen rauszugehen, aber es wird halt aufgrund meiner Allergie von Woche zu Woche, ist es halt blöder, irgendwie rauszugehen. Also ohne Scheiß, du tust mir da richtig leid, das ist ja so eine verfickte Kacke gerade. Ja, das ist gut, muss ich halt irgendwie durch. Wenn es halt so Tage wie heute, ich habe gestern Abend vergessen, meine Allergietablette zu nehmen, da ist halt dann heute, ist halt Kirmes. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich jetzt anscheinend auch wieder allergisch bin, aber das passiert dann dermaßen, dass ich hatte so zwischenzeitlich mal so Halskratzen, aber jetzt habe ich einfach Kopfschmerzen. Und, ja, es geht halt dann auch irgendwann, klar, es geht ja auf die Atemwege halt auch, und dann geht es halt auch irgendwann auf den Kopf. Ja, und mittlerweile, also Ibus sind gute Freunde von mir. Muss man ja auch aufpassen, aber ich meine, ich nehme die ja nicht mehr zum Alkoholgenuss, sondern nur noch so, also insofern geht. Naja,
Was ja, die Welt, naja. So ist das. Ja, gut, Alkohol fange ich jetzt gerade wieder mit an. Meine Fastenzeit war an Ostern ja rum. Mhm. Ab direkt erstmal mit. Sitzt du denn mit einem schönen Whisky vom Laptop jetzt? Ja? Nee, heute Abend nicht, aber meine Frau kam heute Mittag zu mir und sagte, sie hat ein Problem mit der Deko im Garten. Die hat meine alten Whiskyflaschen, sie hatte sich irgendwann so alte Whiskykisten gekauft, so als Dekoobjekte. Und die eine Kiste ist noch nicht voll und es sieht nicht symmetrisch aus. Sie bräuchte dringend noch eine leere Flasche. Habe ich gesagt, alles klar, mache ich mich ran. Von daher, mein Wochenendprojekt wird diese Flasche Whisky sein. Das Wochenendprojekt, okay. Ja, ein bisschen brauchst du da ja. Ja, ja. Ist ja guter Whisky, den willst du ja auch nicht irgendwie hier in Windeseile da irgendwie runterkippen. Also von daher muss ich das schon ein bisschen eingeteilt sein. Verständlich. Muss man genießen, genau. Ja, man braucht Marvin, ja wie hast du denn das... Wie hast du das denn wahrgenommen mit der oder deine Reaktion auf die gestrigen Verkündungen? Was sagst du denn dazu? Wie ist denn da dein Statement? Welche meinst du jetzt? Von Frau Dr. Insbesondere, genau, ja. Es sind ja so mehrere Beteiligte gewesen, die sich ein bisschen geäußert haben dazu. Ich wusste jetzt gar nicht genau, was du meinst. Sorry, nee, also im Endeffekt zu der ganzen Corona-Bewältigungskrise, wann könnte eventuell was geöffnet werden, was passiert? Wie bist du denn? Wie ist deine Gefühlslage aktuell, will ich eigentlich nur wissen. Ja, na nee, gut, also ich hatte es ja eben auch schon irgendwie angedeutet, also es nervt schon ein bisschen, dass du ja kaum jetzt keine krasse Perspektive aktuell einfach hast. Das nervt halt einfach, ne? Das ist momentan, das ist so, wir wissen nicht genau, wann ist jetzt der nächste Schritt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt, zumindest wenn uns jetzt gesagt würde, ey, okay, keine Ahnung, nächste Woche oder übernächste Woche wollen wir das dann insofern lockern, dass sich zumindest mal wieder 3 oder 5 Leute treffen können. Hätte ich das schon einen Schritt nach vorne gefunden, auch gleichzeitig, ja, wenn es dann darum geht, zu sagen, ah ja, hier, wir werden auch gleichzeitig irgendwie die Restaurants öffnen, dass jetzt zumindest eine Person am Tisch sitzen kann oder sowas, ne? Also irgendwas Persönliches, sage ich mal, ne? Ich finde es total gut, dass jetzt der Einzelhandel jetzt wieder entzerrt wird und dass es jetzt Möglichkeiten gibt für den Einzelhandel jetzt auch wieder zu öffnen. Ich fand zum Beispiel die Einschränkung heute auch absolut smart zu sagen, dass du ja logisch den Einzelhandel ab bis zu 800 Quadratmeter öffnest, aber ein Gast muss 20 Quadratmeter Platz haben, mehr oder weniger. Also es geht im Endeffekt darum, du kannst, und diese 20 Quadratmeter-Regel finde ich ganz smart, weil was bringt es mir, wenn 800 Quadratmeter und da sitzen 800 Leute drin, so, weißt du? Ja, das ist halt genau dieser Quatsch. Limitieren, ne? Genau. Und ich finde diese Limitierung, ne, dass du halt dementsprechend kannst du es ja hochrechnen, wie viel Platz du hast, wie viele Leute rein dürfen gleichzeitig, ja, ne? Und das ist eine ganz smarte Sache. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich für mich war es fast eine krasse Angelegenheit, als ich jetzt dann auch gestern vernommen habe, dass es halt diese Regel gibt und was ich ja auch verstehen kann, mir geht es ja nicht um das Rationale, dass bis 30.08. es einfach gar keine Großveranstaltung gibt. Das ist schon heftig. Ja. Ja. Und damit kommen wir quasi ja auch so ein Stück weit zum Thema. Das hat natürlich jetzt auch ganz große Auswirkungen auf alles, was dieses sportliche Thema dann da ist. Wenn du sagst, eben bis 31.08. keine Großveranstaltung, das ist ja vollkommen klar, dass Fußballspiele definitiv, das hatten wir ja auch schon angedeutet, nicht mit Zuschauern stattfinden wird. Die Frage ist ja einfach nur auch, ab wie vielen Leuten zählst du denn so das als Großveranstaltung? Dazu hat ja auch noch keiner was gesagt. Und sind dann auch unter Umständen auch Geisterspiele tatsächlich dann davon betroffen, weil du brauchst ja schon auch eine gewisse Anzahl von Leuten im und um das Stadion drumherum, um auch da Verpflegung, Sicherheit, TV-Übertragung, whatever sicherzustellen. Und da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, wie realistisch ist dieses von der DFL ja mal angekündigte, wir wollen ab dem 1. oder 2. Mai Wochenende da weiterspielen, hält tatsächlich noch? Ach, ich glaube, war da nicht noch, ja. Ja. War da nicht noch eine Ergänzung dabei, dass es Geisterspiele tatsächlich, also zumindest habe ich es in irgendwelchen Nachrichten, war so eine kleine Einblendung, dass Geisterspiele unter bla 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 Voraussetzung möglich sein sollen. Da ging es um diesen Bundesliga-State. So wie ich die Aussage verstanden habe und so hatte ich sie auch auf verschiedenen anderen Seiten gelesen, hat man sich zwar Gedanken gemacht über Großveranstaltungen,
aber über konkrete Sportveranstaltungen vor leeren Rängen hätte man eben noch nicht gesprochen. Also man hat noch nicht explizit über dieses Thema, zumindest war das ja die Aussage von Söder, der ja zu diesem Thema Großveranstaltungen da gestern was gesagt hat, oder so habe ich sie zumindest verstanden, hat man sich noch nicht explizit zu diesem Thema irgendwie geäußert und würde das jetzt in der nächsten Zeit irgendwie tun. Und man will ja irgendwie sich im 14-Tages-Rhythmus jetzt auf Regierungsseite da jetzt irgendwie treffen. Der nächste Termin wäre ja der 30.04. Ich mache da halt schon so ein bisschen einen Haken dran, also oder so ein Fragezeichen dran. Ich sag mal, was auf jeden Fall aus meiner Sicht klar ist, ist, dass du nicht an diesem 1. Mai-Wochenende hier, was ist das, 2. oder 3. Mai, spielen kannst, weil du kannst, also allein von, selbst wenn es logistisch und von der Infektionsseite her möglich ist, aber die Bundesliga zu starten, bevor die Schulen wieder auf sind, wäre so in Richtung der Bevölkerung eine ganz, ganz komische Botschaft. Nee, ist doch klar. Also das ist, aber die Frage stellt sich gar nicht mehr, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass es möglich wäre, wenn wir jetzt auch in privaten Räumen eine Lockerung erfahren hätten. Ja. Das ist ja jetzt de facto nicht der Fall. Ja. Und das ist, fand ich tatsächlich krass, wie gesagt. Also ich hätte schon gedacht, dass es diese kleineren Lockerungen gibt, dass du in einer gewissen Art und Weise jetzt zumindest ein paar mehr Leute auch sehen kannst. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen die nächste Runde am 30.04. abwarten, die dann auch wieder gewisse Beschlüsse fasst, dann über die Zeit des Mais hinaus oder des Anfang Mais. Ich gehe davon aber auch aus, dass zumindest in der nächsten Runde, aber und auch schon vorher, weil die DFL tagt ja vor, ich glaube, die tagt am 23. Genauso wie die UEFA bis, auch. Genau, dass es da Konsequenzen und auch Konzepte gibt. Und ich glaube, diese Konzepte fließen dann auch in die Neubewertung des 30. Aprils, unabhängig davon, was jetzt mit Großveranstaltungen ist. Denn ich würde fast sicher davon ausgehen, dass ein Geisterspiel mit einem gewissen rabattierten Personal, was ja auch rabattiert, aber also runtergesetzten Personal, ja, reduziert. Ja, reduziert, genau. Ein rabattiertes, oh, nur 3%. Zwei Spiele, Preis von einem. Genau. Reduziertes Personal. Dass das dann aber auch nicht unter, sag ich mal, Großveranstaltungen in diesem üblichen Sinne fällt, sondern halt alles im Sinne einer Berufsausübung. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich glaube aber, dass du es hinbekommst, mit pro Spiel 150 Leuten irgendwie klarzukommen. Vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger. Und ich glaube, die DFL hat sich genau diese Zeit jetzt auch genommen, um neu zu justieren, weil sie sich nicht sicher waren, wie weit sie es nach unten drücken können. Ja, das kann sein. Man könnte ja auch überlegen, die Idee kommt mir gerade, wir spielen demnächst oder wir tragen die Spiele auf dem Kleinfeld aus, dann brauchst du ja nur noch irgendwie 4 Feldspieler, ein Torwart, dann kannst du da auch nochmal die Zahl reduzieren. Ja, das tolle geht, Idee. Ne? Aber ich meine, tolle Idee. Ja, auf jeden Fall. Ja, kannst du auch versuchen. Bin mal gespannt, ja. Ja, klar, Logo. Ja, täte der Eintracht vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Aber genau, also ich gehe davon aus, dass, ja, ich hatte Anfang Mai gedacht, mittlerweile denke ich immer noch Ende Mai. Es kann auch Anfang Juni werden. Aber ich glaube, so Anfang Juni ist echt die letzte Deadline für den Fußball. Du musst auch überlegen, wenn wir jetzt in Juni und Juli schon reingehen, das war im Juli auch immer schon ordentlich warm. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Das hat schon einen Grund, warum wir früher auch mal Sommerpause gemacht haben. Ne? Ja, das zum einen und zum anderen muss man natürlich auch dann dir Gedanken drüber machen, über den Rattenschwanz halt hinten dran. Jetzt irgendwie, wann fängst du mit der Folgesaison an? Weil du hast ja dann auch Wechsel irgendwie im Kader. Du willst ja dann auch eine vernünftige Vorbereitung in eben dem neuen Kader der neuen Saison dann vielleicht irgendwie betreiben. Da brauchst du ja auch ein bisschen Zeit, auch wenn die Spieler jetzt Pausen, also Spielpausen hatten, so richtig Urlaub oder irgendwas hatten die ja jetzt auch nicht oder halt auch nur kurz. Du brauchst ja da auch nochmal irgendwie einen Moment, um den Kopf wieder irgendwie freizukriegen. Also es ist halt alles schon echt nicht so einfach. Ich möchte auch nicht derjenige sein, der da irgendwie entscheidet. Und auch in anderen Ländern ist es ja auch nach wie vor irgendwie schwierig, wo man irgendwie überlegt, wie man das irgendwie machen kann. Ich hatte gelesen, auf UEFA-Seite, die sich ja auch an dem 23. trifft, überlegt man jetzt irgendwie die Endrunden von Champions League und Euro League in so einem Final Eight Turnier irgendwie auszuspielen. Die Schweiz darf ja irgendwie vor dem 6. Juni, habe ich verstanden, auch gar nicht erst wirklich mit Trainings anfangen, weil die ja auch noch Beschränkungen haben, was so Kontaktsperren und so weiter oder Kontaktreduktion angeht.
Die Premier League überlegt, irgendwie die Saison zu verkürzen und irgendwie nur die letzten 3 oder 4 Spieltage irgendwie durchzuziehen. Die Serie A überlegt, irgendwie alle Spiele nur in Rom stattfinden zu lassen, damit nicht irgendwie andere Mannschaften in Bereiche nach Norditalien irgendwie reisen müssen. Also da macht sich jetzt jeder irgendwie so ein bisschen so seine Gedanken, wie man tatsächlich diese einzelnen Saisonbereiche noch zu Ende bringen kann. Ja, das ist es. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen müssen und sind natürlich am Tropf der DFL, ja, wie es weitergeht. Aber ich finde es insofern eigentlich ganz cool, dass sie sich wirklich die Gedanken machen und schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie weit können wir vielleicht das noch nach vorne ziehen. Ich glaube, das ist diese Zeit, die sie momentan nutzen und jetzt nicht voreilig jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen, ja, jetzt nicht in dieser Woche, sondern sich noch eine Woche Zeit lassen, die können unter Umständen wirklich positiv auch sich auf das Produkt auswirken. Das ist zumindest ein bisschen meine Hoffnung. Aber ich glaube, genau zu Produkten und so weiter und so fort haben wir auch so ein paar Anfragen bekommen. Ich hatte ja heute mal gefragt, bei Twitter, habt ihr irgendwelche Fragen für uns, die wir irgendwie behandeln sollen? Und da war ja so ein bisschen was dabei, oder? Da war so ein bisschen was dabei. Bleiben wir vielleicht einmal gerade noch bei dem Thema Liga und Geisterspiele und so weiter. Da hat nämlich uns der Ad der Lepmik eine Frage geschickt. Und zwar die Frage lautet, was haltet ihr von den Versuchen und Vorschlägen, die kommenden Geisterspiele ein wenig emotionaler zu gestalten? Zum Beispiel durch Pappfiguren von Gladbach, eingespielte Fangesänge, Grüße nach Hoffenheim. Und ob wir noch weitere Ideen haben? Also bin ich ehrlich, ich finde, also Pappfiguren, ich finde das alles scheiße. also ich will auch, ich also die Sache ist, deswegen hatte ich das ja letzte Woche auch mal so illustriert, als wir über die Deutschlandkonferenz gesprochen haben, da war für mich ganz zentral, dass du die Illusion wegnimmst, ja, also dass du jetzt nicht den Fokus darauf machst, dass offensichtlich was fehlt. Und die fehlt natürlich bei eingespielten Fangesängen. Ja, also das finde ich. Stell dir mal vor, da wird auch total unemotional was reingesungen. Ich meine, gerade oftmals sind ja Fangesänge auch sehr pointiert auf das, was da gerade passiert. Nicht immer, bei der Eintracht gibt so auch es auch einen gewissen Wechselgesang, der unabhängig ist. Aber stell dir mal vor, da fällt gerade ein Gegentor und irgendwelche komischen Gesänge passieren dann. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht so geil. Hey, du bräuchtest da ja schon irgendwie so für beide Mannschaften bräuchtest du quasi so einen Fangesang-DJ oder irgendwas, der dann auf Knopfdruck passend zum dem, was auf dem Feld passiert, dann den Gesang da reinspielt. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses komische hier Soundboard von Stefan Raab. Genau. Da habe ich mehr Angst davor, als dass ich mich darüber freuen würde tatsächlich. Aber halt, René, eigentlich der Punkt ist eigentlich gut, den du aufgreifst. Denn ich finde gerade diese innovativen Ideen werden doch da eigentlich gewünscht. Und Marvin, du hattest ja auch mit deiner Deutschlandkonferenz und so weiter und so fort innovative Ideen. Und ich finde auch an dieser Stelle muss man doch eigentlich sagen, hier müsste eigentlich mal ein bisschen was weg von diesem Standard, ein paar Pappfiguren oder eingespielte Fangesänge, das ist so alter Käse, das gibt es seit 100 Jahren und uninteressant eigentlich, sondern eher, wir sind so digital heute, du könntest zum Beispiel auch sowas machen wie mobile Geräte, die im Endeffekt gerade in den Bereichen, wir haben drüber gesprochen, am Fernsehen gibt es nichts Ätzenderes, als wenn du auf leere Ränge schaust, hinten die Kameraeinstellung ist Mist, dann blende doch im Hintergrund meinetwegen Spieler von zu Hause, Fans von zu Hause ein, wie sie schauen, wie sie im Endeffekt sich selbst sozusagen ins Stadion projizieren. Durch heute, du hast doch die Technik, ne? Willst du vielleicht auch natürlich, wenn's die Anlagentechnik hergibt, auch für die Spieler vielleicht ein bisschen interessanter, musst natürlich gucken, du hast ja dann im Endeffekt meistens die Kameratechnik auf der Haupttribüne. Siehst du in der Gegentribüne also auch ein paar gegnerische Fans, dass du ein bisschen machst, dass einfach für die Fans, für die Spieler vor Ort, für alles ein bisschen interessanter wird. Heißt eigentlich innovativ heute die aktuelle digitale Technik nutzen und nicht so ein Scheiß, weißt du? Also das ist Pappfiguren, das, wie gesagt, das ist so 1.0, als hätte sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und auch mit den eingespielten Fangesängen, dann mach was Innovatives, bring die Social Media doch ins Stadion, probier die Leute ein bisschen teilzuhaben. Wie das dann genau funktioniert, dafür bin ich nicht der richtige Mann, weil ich überhaupt kein Spezialist bin. Aber es gibt Frage so ist ja viele wirklich so ein bisschen, für wen willst du das am Ende machen? Also geht es jetzt wirklich um die Emotionalisierung der Geisterspiele für die Mannschaften oder geht es halt darum, den Menschen, ich glaube sowohl als auch. Ja, und ich würde es halt schon voneinander trennen. Ich glaube schon, dass du für die Zuschauer, um
daraus ein ansehbares Produkt zu machen, viel mehr Möglichkeiten hast, wie Marvin es ja angesprochen hatte, mit irgendwelchen Möglichkeiten, das gemeinsam zu schauen, wo du ja dann auch, wenn du irgendwie in so einem Online-Stream verbunden bist, irgendwie dann ja auch Gesänge irgendwie anstimmen kannst oder irgendwas. Also ich glaube, für den Zuschauer da was draus zu machen, da sollten wir durchaus in der Lage sein, oder da sollte es genügend kluge Köpfe geben, die sich da irgendwas überlegen können, wie du das irgendwie halbwegs sinnvoll hinkriegst. Und im Stadion musst du halt wirklich gucken, dass du das auf einem Level hältst, dass es halt jetzt auch nicht zur Ablenkung wird. Nicht, dass es dann da jetzt irgendwie blitzt und blinkt auf der Tribüne, weil da irgendwie, was weiß ich, der Kram unterwegs ist. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man nicht vielleicht anstatt dieser Pappfiguren einfach, wie du schon sagst, so eine Videoleinwand da irgendwie reinrollt, wo halt einfach Fans, die dann Kamera anhaben, während sie vorm Fernseher sitzen, dann quasi zu sehen sind, sodass du quasi dann schon auch so ein bisschen den Jubel von den Fans hast. Es müsste ja schon irgendwie technisch eigentlich möglich sein, zumindest in den Bereichen von Deutschland, möglich, wo wir nicht irgendwie so ein Spielzeug-Internet rumfliegen haben. Ja, finde ich eine ganz gute Idee. Also muss ich sagen, finde ich echt, das kann ich mir irgendwie noch vorstellen, auch wenn das natürlich ebenfalls irgendwie absurd wäre, ja. Aber es wäre eine Möglichkeit, da was reinzubringen. Du hast doch genügend Event-Veranstaltungsfirmen in Deutschland, die gerade nichts zu tun haben, die tonnenweise Equipment in ihrem Lager stehen haben. Ja. Wie du zumindest irgendwie so Videogeschichten da hinkriegst, das ist doch 300 Mal emotionaler als jetzt irgendwie so eine Pappfigur, wo vielleicht noch irgendwie einer dahinter steht, an der Schnur zieht, die mit die Pappfigur so ein bisschen wackelt oder irgendwas. Ja, also das ist ja Nonsens. Also ich glaube, Pappfigur, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wie gesagt, mit den Fangesängen, das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen. Ich finde die Idee vom Tim, übrigens vielen Dank für die Idee, weil ich meine, du merkst, wir sprechen darüber. Das kann sogar in einer gewissen Art und Weise noch funktionieren. Vielleicht ist das dann sogar eingespielte Fangesänge sogar als Videoleinwand denkbar. Weißt du, was ich meine? Das könntest du auch machen, aber du bräuchtest halt wirklich jemanden, der, also da würde ich tatsächlich dann auch als Verein hingehen und sagen, wir hätten gerne mal irgendwie aus den Fankurven 1 bis 2 Leute, die halt auch in der Lage sind, dann zu erkennen, okay, wann würden wir normalerweise welches Lied irgendwie anstimmen, um dann auch das zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Was ich einfach nicht möchte, ist, dass dann irgendwie Beauftragte der DFL da sitzen und dann irgendwie meinen, auf den Knopf drücken zu müssen, die halt... Möchte gern Hochglanzprodukte. Ja, genau. Da hätte ich dann so ein bisschen Schiss davor. Also wenn, dann muss das auch aus meiner Sicht, wenn man das wirklich mit der Fankurve, diese Emotionalität erhalten will, dass dann jemand aus der Fankurve oder auch 2 Leute maximal irgendwie dann da halt sind, die dann halt auch diese Entscheidungsmöglichkeit irgendwie haben oder da halt auch so ein bisschen mitspielen. Dann kannst du damit vielleicht sogar so ein bisschen was machen, ja, aber jetzt irgendwie nur irgendwie die Top 10 Fußballhymnen da irgendwie parallel laufen lassen, weil sie gerade irgendwie beim Aldi an der Kasse die CD für 2 € zu haben war, da hätte ich ernsthaft Schiss vor. Ja. Oh ja, ja. Das stimmt, ja. Also wir sind uns ja alle zum Glück einig, das Wichtige ist ja, es soll eine kurzfristige Sache sein, die im Endeffekt einfach ein bisschen diesen staubtrockenen Charakter von so einem Geisterspiel nimmt. Ein bisschen was Innovatives, ein bisschen einen Fun-Effekt mit reinbringt. Und ich glaube auch, dass wir hier tatsächlich an der Stelle sind, wo es, das muss ja nicht einheitlich sein, da sind wir uns ja auch einig, da sollen im Endeffekt die Vereine schauen, was funktioniert, worauf haben wir Lust? Und deshalb hoffe ich tatsächlich, dass die Fankurven mit eingebunden sind. Denn auch wenn viele auf die Ultras und auch generell Nordwestkurve und so weiter immer drauf schimpfen, die Leute sind wirklich innovativ. Lasst die Leute ein bisschen mitreden. Vielleicht fällt denen was ein. Die Leute sind deutlich kreativer als ich zumindest. Dementsprechend hoffe ich, dass da einfach ein bisschen Input kommen würde. Sie müssen nur auch mal angehört werden. Und bitte, bitte, bitte nicht so. Und Marvin, du hast beim letzten Mal ja schon richtig gesagt, ein standardproduziertes Produkt, wie es vor der Corona-Krise war, will keiner als Geisterspiel im Fernsehen eigentlich sehen. Naja, es ist ja auch nicht das gleiche Produkt. Also wir reden ja nicht über dieses Produkt Fußballspiel, wie wir es sonst hatten, sondern das ist ein komplett neues Produkt, was die da jetzt quasi ja entwickeln müssen, wie Marvin es ja auch in seiner Ausführungen zur Deutschlandkonferenz so schön beschrieben hat. Es geht jetzt ja nicht um, wir machen mal ein Geisterspiel, was wir übertragen müssen zur Strafe, was irgendwie so die Ausnahme ist, sondern wir reden jetzt von der
neuen Regel zumindest für diese Übergangszeit und die muss halt komplett neu von vorne bis hinten durchdacht werden. Ansonsten funktioniert der ganze Rums halt einfach nicht. Das ist richtig. Aber wie gesagt, also wenn wir uns die Gedanken machen, insofern fand ich das, was der Tim angesprochen hat mit den eingespielten Fangesängen, wenn das vielleicht sogar als Video Leinwand irgendwie funktionieren könnte, zumindest zeitweise, auch als Impuls, ist das natürlich etwas, darüber muss man vielleicht wirklich nachdenken. Die Frage stellt sich nur, wer macht das? Und die Frage stellt sich, ist das dann über 90 Minuten? Oder ist das dann mal wie, ich drücke jetzt mal den Power-Button, ja, und jedes Team hat viermal den Power-Button zur Verfügung für 3 Minuten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja dann auch wieder sowas, wo dann irgendwie, glaube ich, dann schon so ein Ruck durch diese Mannschaften geht. Das ist ein ganz anderes Spiel, ne? Also natürlich müssen wir uns irgendwie darüber Gedanken machen, dass du natürlich da auch dahingehend wieder das Spiel veränderst, dann sogar in einer technischen Art und Weise. Also wenn du wirklich sagst, du machst das für den Zuschauer, dann würde ich eher dafür plädieren, das sehr reduziert zu machen und es auf den Fußball an sich zu beschränken, den Fußball zu zeigen, nicht die Fanränge und sehr gute Kommentatoren und Kommentatorinnen einzusetzen, die dir zu zweit sogar vielleicht ein Gefühl vermitteln können und dich bei Laune halten, besser als wenn irgendwie welche Pappfiguren da stehen. Wenn wir wirklich sagen, wir wollen das Spiel verändern, dann wäre natürlich sowas mit Videoleinwand oder so auch eine Option. Ja, aber da hast du schon recht, das muss natürlich dann auch klaren Regeln unterlegen sein, weil das ist ja schon ein sehr massiver Eingriff dann auch in das Spiel. Du hast irgendwie 20 Minuten absolute Ruhe in dem Stadion und auf einmal kommen hier Fangesänge irgendwie auf so einer Videoleinwand. Das ist ja schon erstmal in dem Moment ein sehr aktiver Eingriff auch in das Spielgeschehen. Also das musst du ja dann auch sehr genau reglementieren, wann und wie viel und wie das dann stattfindet, ja. Jetzt überleg dir mal irgendwie, während einem Torschuss dann einer haut da auf den Soundbutton und der Torhüter erschreckt sich und dann, weil es vorher still war und auf einmal Elfmeter. Sehr laut. Ja, und dann, oder beim Elfmeter, genau, ja. Also da musst du auch genau überlegen, wann du das machen darfst und wann nicht, ja. Ja, ja, richtig, ja. Aber ansonsten finde ich so eine Idee gar nicht verkehrt und da müssen sie sich halt wirklich auch jetzt mal Gedanken machen, wie man das in der Tat dann irgendwie umsetzen kann. Genau. Marvin, hast du noch Feedback bekommen zu deiner Deutschlandkonferenz? Du hast ja auch das Produkt nochmal im Heimspiel vorstellen dürfen. Also bislang eigentlich gar nicht mehr so viel von dem, also beziehungsweise was wir nicht diskutiert haben, das allermeiste haben wir tatsächlich diskutiert. Es gab nochmal eine Nachfrage bei uns auf dem auf der Webseite, die habe ich beantwortet. Nee, ansonsten ist es im Endeffekt genau so, wie wir auch schon besprochen haben, dass natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen, ne, dass es eine Verfügbarkeit unabhängig davon ist, wie es gesellschaftlich ist, also dass das die Gesellschaft und die Tests nicht von der Gesellschaft weggenommen werden können. Solche Grundvoraussetzungen natürlich nochmal. Ansonsten es sind sehr, sehr viele, die wirklich auf den letzten Aspekt abgegangen sind, und zwar die Frage, inwiefern können wir es denn dann schaffen, dass es halt möglichst viele Leute gucken und gleichzeitig alle mit dem Bobbes zu Hause bleiben. Also die Frage, wird das dann per Twitch gestreamt? Welche Möglichkeiten gibt es? Das, muss ich sagen, hat die meiste Resonanz mit sich gezogen, denn das schien für viele wirklich ein interessanter Punkt zu sein, bei dem sie sich zumindest auch abgeholt fühlen wollen und auch gleichzeitig gewisse Lösungsoptionen sehen wollen, die natürlich Sky und vielleicht in Verbindung mit der Telekom durchaus auch machbar oder machen könnten. Also da bin ich wirklich gespannt, wenn sowas gäbe, weil du musst natürlich auch möglichst viele Fans abholen, dann müsste es irgendwelche Mittelchen geben, weil die Sache ist natürlich auch die, für die Leute, die gar kein Sky haben, sollen die sich jetzt für den Rest irgendwie so ein Sky-Decoder oder sonst irgendwas kaufen, ne? Das ist dann halt auch, muss man drüber dann nachdenken. Halt irgendwelche 12- oder 24-Monats-Dinger funktionieren ja auch nicht, also allein dahingehend wirst du schon irgendwas machen. So wie ich das aber auch verstanden habe, in der Information, die die DFL ja zu dieser Verschiebung auf den 23.04. rausgegeben hat, ist ja auch, dass man sich DFL-seitig, dass der Herr Seifert da mit den Lizenzinhabern, also hier Sky und Co., auch in Gesprächen steht. Zum einen, weil man ja die Zahlungen, diese vierte Tranche, dieser Lizenzgebühren gerne irgendwie hätte, aber ich glaube auch genau über solche Dinge jetzt einfach auch diskutieren wird und auch muss, dass eben zum Beispiel jemand wie Sky jetzt nicht irgendwie alle Leute in so einen 12 oder 24 Monate Knebelvertrag irgendwie schicken kann, genau, sehr halt guter einfach Punkt. Sagt irgendwie,
wir reden jetzt hier über 6 Wochenenden oder 8 Wochenenden Geisterspiele, je nachdem, wie viele Spieltage es am Ende des Tages dann tatsächlich noch sind. Und da gibt es halt irgendwie ein Angebot, dass die Fans das halt eben auch können. Da müssen halt jetzt auch alle, wenn wir diese Kontaktsperren und diese Kontaktreduzierung, die wir jetzt alle irgendwie durchstanden haben oder die wir dann bis dann irgendwie durchstanden haben, auch nicht wollen, dass die von jetzt auf gleich wieder total verpuffen, müssen da halt auch jetzt alle irgendwie mitwirken. Und wenn die Bundesliga sagt, sie hat da eine gewisse Vorbildfunktion, dann muss sie die natürlich auch genau in so einer Situation irgendwie ausleben. Bin ich vollkommen bei dir. Guter Punkt. Ganz kurz noch zu dem Thema Sky und Verträge. Ich habe meine zumindest. Sehr gut. Er läuft aber aktuell noch. Bis September oder Oktober läuft er tatsächlich noch, ja. Aber dann bin ich, okay, bin ich raus. Dann, weil dann sehen Sie müsstest mich du eigentlich auch eine Nachricht bekommen haben, dass wenn du jetzt beispielsweise einen rabattierten Vertrag hattest, also ich sag mal, die nicht die geisteskranken 80 Euro fürs Vollpaket bezahlt hast, sondern 50 oder wie auch immer, was du halt an Rabatten bekommen kannst, läuft wohl generell erstmal unbefristet weiter. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dein Vertrag den Monat abgelaufen wäre und so, dann sagen die, okay, du kannst im nächsten, übernächsten und so weiter, du kannst jetzt weiterhin diesen vergünstigten Tarif bezahlen und hast ein monatliches Kündigungsrecht. Also die Bestandskunden sind sie tatsächlich an der Stelle entgegengekommen, ja, weil sie gesagt haben, müsstest du gucken. Also ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, du hättest sogar ein Sonderkündigungsrecht teilweise. Musst du nochmal dich genau erkundigen. Da geht es aber tatsächlich darum, wenn dein Vertrag jetzt ausgelaufen wäre, zum Beispiel zum 30.04., dann sagst du, verdammte Kacke, ich will aber die Bundesliga noch sehen, falls sie doch mit Geister spielen und so weiter. Heißt, ich müsste ja eigentlich jetzt wieder um 24 Monate oder 12 Monate verlängern. Und diese Option ist zumindest gegeben, zu sagen, ich bezahle jetzt zumindest immer erstmal monatlich meinen Beitrag, was auch Abfuck genug ist, weil du ja im Endeffekt ein ganz anderes Produkt geliefert bekommst und so weiter für einen Haufen Geld. Aber zumindest bist du nicht wieder 12 Monate oder 24 Monate direkt gebunden. Also das ist zumindest ein erster Schritt meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Es reicht natürlich bei weitem nicht aus und gerade für jemanden, der sonst überhaupt nichts mit Sky oder sonst was am Hut hat, der müsste ja trotzdem in diese Vertragsstruktur erstmal richtig rein. Da müssen neue Angebote hin. Sollte nur heißen, ich hoffe zumindest daran, schon eine erste Bewegung erkennen zu können, dass auch die von Sky erkannt haben, dass es totaler Irrsinn ist, jetzt hier die Leute, weil sonst sagt jeder, so sagt vielleicht der ein oder andere, ah, dann bezahle ich nochmal 2-3 Monate, vielleicht kann ich es dann doch fertig gucken. Ich wollte vielleicht eh am Ende der Saison dann kündigen. Jetzt hat er aber ja das Problem gehabt, Mist, was mache ich denn jetzt? Also dementsprechend hat er jetzt zumindest die Möglichkeit, jeden Monat neu zu überlegen und nicht erst in 12 Monaten wieder überhaupt die Möglichkeit zum Kündigen zu haben. Also dazu, das war nur so nochmal der State dazu. Muss schauen. Ich hoffe, dass auch Sky und alle anderen Anbieter da ein bisschen mehr jetzt dem Kunden entgegenkommen, weil genau wie ihr es richtig gesagt habt, die Produkte momentan sind ja komplett andere Produkte und werden auch andere Produkte sein. Auch vielleicht dem ambitionierten Fußballgucker, der immer Fußball geguckt hat, wird vielleicht sagen, es gefällt mir gar nicht mehr. Und auch dem ist es da eigentlich die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Du wirst halt, ich sag mal, sich ein Geisterspiel von der eigenen Mannschaft anzugucken, da ist man ja schon noch emotionaler involviert, als sich jetzt tatsächlich ein Geisterspiel von irgendwie hier Augsburg gegen Freiburg anzugucken oder irgendwas, wo wir zumindest null emotionale Bindung irgendwie haben, was du vielleicht in so einem normalen Kosmos einfach, weil du gerne Fußball schaust, irgendwie laufen lassen würdest. Und ich bin mir nicht sicher, ob die breite Masse sich halt sowas dann tatsächlich, wenn es so genauso übertragen wird, wie es halt bislang der Fall war, wird sich das wahrscheinlich niemals angucken, außer halt die Fans der beiden Vereine. Aber so dieses große Publikum kriegst du damit nicht. Ja, das glaube ich auch, ja. Aber gut, da müssen auch irgendwelche Lösungen her. Wir können mal gucken, wie das da weiterläuft, würde ich sagen. Ne? Genau, schauen wir mal. Wir haben noch ein paar andere Fragen bekommen. Wollen wir da mal drauf eingehen? Ja, wir können mal rüber zur Eintracht, zu unserem Eintracht-Themenkomplex wandern. Da habe ich noch 2-3 Fragen hier drinstehen, zu denen wir tatsächlich geschickt worden sind. Vielleicht erst nochmal, was hat sich bei der Eintracht so aktuell in der ganzen Thematik getan? Zum einen hat man sich jetzt doch auch auf einen Gehaltsverzicht und Kurzarbeit teilweise eben geeinigt. Mannschaft und so weiter verzichten auf 20%
oder bis zu 20% Gehalt und teilweise gehen die Mitarbeiter der Eintracht eben auch in Kurzarbeit. Das wird, so wie ich das verstanden habe, in erster Linie eben auch Menschen in den Shops etc. Betreffen und damit kann man zumindest kurzfristig ein gewisses Loch an Kosten irgendwie decken. Das heißt also damit auch so ein bisschen was eben auch für den Erhalt des Vereins tun. Und gleichzeitig hat die Eintracht die Kampagne Auf jetzt, dieses Jahr 2016, 17, 16? 16 war es, glaube ich. 16. Schon mal gab, auch wieder rausgeholt. Damals ging das ja eher so als Anfeuerung für die Fans, die Mannschaft zu unterstützen. Und jetzt geht es eben quasi andersrum, dass man eben jetzt als Verein und auch mit den Fans zusammen Institutionen in Frankfurt und Umgebung unterstützen möchte, was ich eigentlich einen ganz smarten Move finde und ich sowieso finde, dass die Eintracht rund um dieses ganze Thema mit irgendwie Lebensmittelversorgung und so weiter gerade extrem viel für die Region und für die Fans tut, was ich einfach ganz großartig finde. Ja, sehe ich genauso. Finde ich eine ganz tolle Sache. Gut. Gibt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast ja das allumfassend schon thematisiert. Ich eine gute Sache. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute das dann im Endeffekt auch irgendwie mitmachen. Ja. Ich muss sagen, die e.V. ist da jetzt momentan ja schon sehr, sehr fleißig und trägt ja im Endeffekt auch Essen aus, beziehungsweise macht Lieferdienste und so weiter und so fort für viele Fans und auch ältere Anhänger. Ja. Ist eine schöne Angelegenheit. Da merkt man, dass die Eintracht natürlich auch eine kulturelle Institution ist und das ist wichtig. Ja. Und mit dem Wiederaufleben der Aufwärtskampagne kann zumindest kein Nachteil sein, glaube ich. Also image-technisch auf jeden Fall gut und auch für die Region einfach auch zu sehen, dass dort Unterstützung auch von einem Verein in der Größenordnung kommt, auch extrem positiv. Ja, ich finde es auch cool, möglichst breit mobilisieren. Die Eintracht muss natürlich jetzt auch irgendwie sehen, dass sie jetzt auch wieder ein bisschen, war jetzt auch irgendwie 3-4 Wochen, hast du, sag ich mal, insgesamt relativ wenig gehört, ne? Ja. Musste sich auch alles erstmal wieder einrichten und langsam wird auch da der Betrieb wieder aufgenommen. Es geht auch hier darum, langsam auch die Blicke wieder Richtung Spiel zu setzen. So ist es natürlich auch, weil die werden intern auch damit planen, dass zumindest in einem Monat vielleicht auch der normale Spielbetrieb wieder weitergeht, wenn auch natürlich anders, wissen wir auch. Aber es ist natürlich gut, dass dann daran zu bündeln, dass du auf der einen Seite, wenn du die Fans schon leider nicht in deinem Stadion willkommen heißen kannst, die auf anderen Wegen irgendwie mitnimmst und ich finde diese Aufwärtskampagne, das Wiederaufleben, auf jeden Fall ganz cool. Wir können uns ja daran erinnern, wie es bei uns 2016 war, parallel oder wahrscheinlich so, nee, ich habe nachgeguckt, ein Stück weit vorher, bevor die Eintracht ihre Aufwärtskampagne gemacht hat, haben wir nämlich unseren Team Kovac gemacht, ja. In der Zeit, in der ganz wenig an Kovac geglaubt haben und lustigerweise hatten wir genau solche Thesen dann auch irgendwie auch proklamiert, dass wir gesagt haben, hier müssen wir alle zusammenhalten und anderthalb Wochen später hat die Eintracht die Aufwärtskampagne gehabt, war eine sehr gute Kampagne, wo auch mit richtig geilen Musikvideos, ja, wo dann auch sich viele Leute auch für die Eintracht bekannt haben und gerade in so einer schwierigen Phase, das hat, glaube ich, auch wirklich einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Eintracht auch de facto nicht abgestiegen ist und ich glaube, wenn man jetzt diese Kampagne ummünzt, um vielleicht auch gesellschaftlich hier einen Wert beizusteuern, ist das doch umso schöner. Also finde ich eine gute Idee. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Prima, ja. So, dann haben wir da zu dem Themenkomplex der Eintracht auch noch ein paar Fragen bekommen und die erste kommt von Hausmeister Willi, Grüße, und er fragt, wenn die Saison nun abgesagt werden würde, welche Konsequenzen würdet ihr für die Eintracht, die Wertung in der Bundesliga und die Euroleague sehen? Ja, tatsächlich glaube ich nicht, dass die Euroleague davon betroffen wäre. Also die Euroleague ist immer noch mal ein separates Ding. Da kann ich mir echt vorstellen, dass die UEFA irgendwie darauf plädiert, zu sagen, naja, am Ende machen wir es so, dass wir halt ab Viertelfinale halt in einem Tournament spielen und das machen wir vielleicht im September oder so. Das kann ich mir echt vorstellen. Ich glaube wirklich, dass diese Tournament-Lösung innerhalb der UEFA wirklich Relevanz bekommt. Für die Bundesliga wäre es für uns jetzt kein Drama, weil da sind wir gerade nicht auf einem europäischen Platz, ja.
ist ja für uns dann Quatsch egal tatsächlich. Und ich glaube, Stand jetzt würden wir genau diese Platzierung, die wir haben, die würden wir ja auch alle unterschreiben. Also ich meine, natürlich, dann wäre es jetzt keine goldene Saison, aber ich meine, die aktuelle Platzierung, die ist momentan tatsächlich leistungsgerecht mit auf Platz 12. Ja, da wäre ich vollkommen in Ordnung mit. Also für mich wäre das tatsächlich okay. Ich könnte tatsächlich auch mit leben, weil jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, was sind die Alternativen, und die Eintracht ist ja schon einfach auch eine Mannschaft, die gerade in der Saison zu Hause extrem gut performt, aber auch nur, weil du einfach, oder was heißt auch nur, aber zu einem großen Anteil einfach auch, weil wir eine große Fanbase im Hintergrund haben, die halt einfach sehr laut ist, die Mannschaft da ordentlich irgendwie pusht. Und auswärts wir uns sowieso immer schwer tun. Und wenn ich mir dann überlege, diese Mannschaft, die es sich in dieser Saison bislang sehr schwer getan hat, in so nicht Spiele, die jetzt nicht so Do-or-Die-Charakter haben, irgendwie in so ein Spiel reinzufinden, die dann vor so einer Geisterkulisse irgendwie spielen zu lassen. Von daher wäre ich dann sogar fast glücklich damit zu sagen, okay, wir beenden die Saison an dieser Stelle und die Eintracht ist halt einfach Zwölfter, weil ich glaube, nach oben geht nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich sehe eher die Gefahr, dass es dann eher nach unten geht, und von daher wäre ich tatsächlich mit so einem irgendwas zwischen Platz 10 und 12 am Ende zufrieden. Und wenn es jetzt einfach heißt, wir beenden das ganze Thema hier und starten in die neue Saison neu rein, wäre ich tatsächlich zufrieden. Und ich glaube, was du angesprochen hast, diese europäischen Wettbewerbe in so einem Turniermodus zu Ende zu spielen, könnte tatsächlich auch, weil wir ja gerade eben drüber gesprochen haben, man muss das Produkt anders denken, wäre auch für mich ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, okay, da nicht abbrechen, sondern lass es uns zu gucken zu einem späteren Zeitpunkt und meinetwegen irgendwie im August als Saisonvorbereitung dann irgendwie in so einem Turniercharakter irgendwie zu Ende zu spielen, so wie du es in so einem Vorbereitungsturnier in so einer Sommerpause irgendwie siehst, dass da halt da einfach nur, dass du halt am Ende nicht irgendwie hier den Pub Antalya Cup mit nach Hause nimmst, sondern halt tatsächlich einen vernünftigen Pokal. Damit könnte ich mich tatsächlich irgendwie anfreunden. Ja. Gleichfalls, auf jeden Fall. Die Frage ist ja auch an sich gewesen von Hausmeister Willi, welche Konsequenzen ihr für die Eintracht seht. Ich muss tatsächlich sagen, ihr habt eigentlich schon alle Punkte wunderbar aufgeführt und auch mit Euroleague ist wirklich und auch Champions League entsprechend alles völlig, finde ich, auch getrennt zu sehen. Aber die Konsequenz für die Eintracht finde ich tatsächlich einmal, ihr habt es richtig gesagt, wir wären sicher einfach kein Abstieg, keine Relegationsangst etc. Auf der anderen Seite aber auch der große Vorteil, du hast endlich Planungssicherheit. Und ich glaube, das ist tatsächlich hier ein Punkt, den damals auch Bobic in verschiedenen Interviews ja schon gebracht hat. Eigentlich hast du hier ein riesiges Problem, das du überhaupt nicht planen kannst. Und umso länger sich das hinzieht, umso mehr Auswirkungen hat das natürlich einmal auf die jetzige Saison, aber natürlich auch auf die Nachfolgesaison, die wir ja eigentlich immer beschworen haben, dass wir dann, jetzt wollen wir nur drinbleiben, gesichertes Mittelfeld, wie du Marvin auch schon und René, du ja auch gesagt hast, wir wollen einfach jetzt Sicherheit haben, dass wir drin sind und alles ist gut und dann machen wir einen Haken dran und nächstes Jahr greifen wir wieder an, dann kann man auch wieder nach oben gucken, wir wollen wieder Euroleague oder international irgendwas spielen in den nächsten Jahren, also passt schon irgendwie. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein harter Schnitt uns besser tun würde als jetzt dieses teilweise Geeier. Das muss man einfach dann, man muss jetzt rechtzeitig dann auch den Punkt finden, weil natürlich dann auch diese ganzen Situationen kommen. Ich habe irgendwo gelesen, normalerweise wären doch jetzt die Planungen für die 2021er Saison wären ja eigentlich im Mai, sind verschiedene, wenn die Dauerkarten, glaube ich, auch vergehen und was weiß ich. Also ja, die diese Dauerkartenphase startet jetzt und diese ganze, du musst ja auch diese ganzen Lizenzanträge stellen, Lizenzierungsverfahren und so weiter. Das würde ja jetzt quasi also alles die ganze Klimbims. Ja. Genau, der ganze Bürokratie-Klimbims, da merkst du einfach, dass das ist Mist, wenn das alles nicht, das kann zwar alles, muss auch vorbereitet werden und so weiter, natürlich, und ist nicht verloren, wenn das jetzt vorbereitet ist, muss dann nochmal abändern, aber die Leute müssen im Endeffekt hier eigentlich Planungssicherheit haben. Ja, und deshalb finde ich's, und das ist für mich tatsächlich eine Konsequenz, wenn jetzt die Bundesliga abgebrochen wird oder im Endeffekt es tatsächlich eine verkürzte Saison geben würde, glaube ich gar nicht so schlimm für die Eintracht, weil sie an der Stelle wirklich einfach auch mal
ja, einmal nicht diese Scheiße mit den Geisterspielen hätte, weil die Eintracht wahrscheinlich wirklich in Geisterspielen entsprechend anders auftreten wird, muss man einfach schauen. Auf der anderen Seite aber auch die Planungssicherheit hat, vielleicht für die nächste Saison dann wirklich auf der Stelle mal wieder angreifen zu können. Das ist einfach nur, weil die Frage noch war mit den Konsequenzen für die Eintracht, finde ich, ist das tatsächlich eine Konsequenz, die sicherlich auch andere Mannschaften in der Tabelle betreffen wird, ist natürlich jetzt die Frage, und da haben wir ja auch schon in den letzten Wochen drüber gesprochen, was passiert denn eigentlich mit den Absteigern? Was passiert mit den Aufsteigern? Wie wird Relegation? Ist dann der Schnitt so? Bleibt die Tabelle dann tatsächlich so eingefroren, wie sie ist? Sind ja alles Fragen, die, glaube ich, an jeder Stelle irgendwie dann problematisch diskutiert werden muss. Für uns ist es Gott sei Dank so, dass wir auf Platz 12 stehen und dementsprechend keine Angst haben müssen. Für Werder Bremen sieht das dann schon ganz anders aus. Grüße. Ich mache mir da tatsächlich wirklich bei der Eintracht keine Gedanken, auf gar keinen Fall. Die Sache, die ich mir halt nur denke, ist die Tatsache, ich glaube, dass wir uns gar nicht sinnhaft damit auseinandersetzen sollten, wirklich eine Saison abzubrechen. Daran glaube ich tatsächlich nicht, denn die könnte es höchstens sagen, okay, die Saison ist jetzt, also die Saison wird zu früh wieder gestartet, aber wir werden auch in der nächsten Saison Geisterspiele haben. Das heißt, je früher du dich jetzt auf die Geisterspiele irgendwie emotional vorbereiten kannst und beispielsweise nicht nur emotional, sondern auch ein erstes Gefühl dafür bekommst, im Regelbetrieb ohne Fans zu sein, desto besser ist es, um dann die nächste Saison irgendwie erfolgreich zu gestalten. Ja, so. Am Ende kann man tatsächlich sogar fast sagen, dass es total smart wäre, wenn wir jetzt bald mit den Geisterspielen anfangen, damit die Eintracht ein Gefühl dafür bekommt und jetzt ja noch in der Saison, in der Zeit ist, in denen es tabellarisch noch einigermaßen okay aussieht. Ne? Also ich meine, wir haben immerhin 6 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. So, das ist jetzt in Ordnung. Ja? Da kann natürlich noch viel passieren, aber im Endeffekt ist es besser, als wenn du von Anfang an damit unten, da unten reindrückst, weil du das gewohnt bist, unter vielen Fans zu spielen. Ne? Also das ist halt auch so ein Ding. Sehr guter Punkt, Mann. Ja. Ich habe natürlich ganz vergessen, dass du auch in der nächsten Saison wahrscheinlich erstmal Geisterspiele hast. Auf jeden Fall. Bei mir ist, da merkst du schon wieder, der Kopf ist schon wieder zu sehr drin. Großveranstaltung. Also ich bin normalerweise dann davon ausgegangen, wenn am 31.8. zwar klassische Fußballspiele nicht stattfinden können, aber zumindest in der Anzahl große Abstände, alles bestuhlt, vielleicht alle, was weiß ich, keine Ahnung, was ist die Kapazität sonst, 55.000 oder 50.500, dann halt im Endeffekt mal vor 10.000 Fans oder vor was weiß ich wie vielen Fans dann zu spielen, einfach mit Sicherheitsabstand. Das ist für mich eigentlich das, was ich mir erhoffe dann auch für die nächste Runde sozusagen, ob die dann am 31. August oder wann auch immer sie dann starten wird. Das ist ja so oder so die Frage, ne? Aber klar, hast recht, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir etliche Geisterspiele noch sehen, bevor auch nur eine Person rein darf. Ja. Du wirst bis zum Winter überhaupt keine Fans im Stadion haben. Das wird so sein. Und ganz ehrlich, ich meine, wir reden über die Bundesliga, die als Konstrukt ja noch einigermaßen gefestigt ist, da braucht es sich bei allem Respekt, die allerwenigsten müssen sich da wirklich Gedanken machen, dass dieser innere Zirkel ja jetzt komplett kaputt geht, wenn jetzt, selbst Schalke, ne, da, ich will mir überhaupt kein Geheule gerade anhören, das interessiert mich nicht. Wenn Schalke so beschissen gewirtschaftet hat, dass die jetzt pleite gehen, dann haben sie es nicht anders verdient. Das ist alles eine 100-Millionen-Euro-Konstrukt von den Fußballvereinen, da habe ich überhaupt kein Mitleid. Die haben, der allergeringste Teil ist gerade wirklich über die Dauerkarten finanziert. Alles andere sind irgendwie Werbegelder und so weiter und so fort mit Gehältern, wo unser Eins wirklich nur mit den Ohren schlackert. Das ist mir wirklich Bums. Und ich glaube tatsächlich aber nicht, dass irgendwie selbst Schalke, die es jetzt anscheinend schlecht geht, oder Bremen, selbst die werden gerettet. Da kommt halt, da wird halt die 50-plus-1-Regel, das kann vielleicht auch ein Einfalltor sein, für die wirklich komplett zu kitten, beziehungsweise nicht zu kitten, sondern wegzuhauen, und dann kommt halt Gazprom und investiert noch mehr und dann ist auch Schalke gerettet. So wird es laufen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass man sich jetzt mit Sky auf irgendwie was einigt, dass eben diese Zahlung der vierten Tranche tatsächlich in vielleicht in reduzierter Form oder irgendwas stattfinden wird, weil wir hatten es ja auch schon oft genug besprochen. Auch Sky hat ja ein gewisses Interesse an diesem Produkt Bundesliga. Die wollen ja auch, die finanzieren auch damit ja sich zu einem gewissen Teil, beziehungsweise dann eben die Werbeeinnahmen, die sie dann bei diesen Fußballspielen irgendwie verkaufen können.
wenn es das Produkt nicht mehr gibt, kein Mensch abonniert Sky, weil er da irgendwie die 18. Staffel von Was läuft jetzt, habe ich gerade eben gesehen, Das Boot und sonst irgendwie ein Kram, da zahlt auch keiner 50 Euro im Monat für so einen Schrott. So, also auch die haben da ja ein Interesse dran. Also von daher, ja, die sind jetzt alle irgendwie am Jammern und es ist auch traurig zu sehen, dass ganz viele in diesem Konstrukt Fußball so sehr auf Kante genäht sind und das ist ja auch kein rein deutsches Problem, sondern das hast du ja in anderen Ländern auch, wo du jetzt irgendwie hier guckst, wo Barcelona irgendwie kurz vorm Bankrott steht, weil sie Verbindlichkeiten in was weiß ich welchen Höhen haben und so weiter. Die werden das schon alle mehr oder weniger überleben. Ja, klar müssen die natürlich jetzt auch dann in der Folgesaison einfach ein bisschen auf die Bremse treten. Aber wenn wir jetzt hier über Konsequenzen für die Eintracht reden, vielleicht ist das natürlich dann auch ein Vorteil. Wir haben relativ gut gewirtschaftet. Wir haben relativ gute Erfahrungen in der letzten Saison oder in den letzten Spielzeiten damit gemacht, für wenig Geld mit gutem Scouting gute Spieler zu bekommen. Und wenn jetzt die anderen eben nicht einfach mit dem großen Geldtopf da umherkommen und halt einfach irgendwie einen doppelt so großen Haufen auf den Tisch kacken, haben wir vielleicht auch mehr Chancen. Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe auch davon aus, dass es auch da Möglichkeiten gibt für die Eintracht. Wir müssen ja auch sagen, dass wir einen relativ festen Kader noch haben. Es gibt vielleicht 3, 4 Leute. Und es wurde ja auch erwähnt, dass wir uns über die Kaderplanung mal Gedanken machen. Genau, das wäre die nächste Frage, die steht hier von Steffen. Einmal das Thema Abraham-Wechsel, das haben wir ja von der letzten Folge noch aufgehoben. Und er fragt uns eben, wie wir den Kader für die neue Saison sehen. Ja, genau. Und da muss man halt tatsächlich sagen, kann schon sein, dass wir da im Endeffekt vielleicht sogar relativ große Vorteile haben, weil wir haben einen Kader, der auch über die Saison hinaus Vertrag hat. Es gibt ein paar Leute, bei denen es anders ist. Wir haben über Aban gesprochen, der jetzt auch wechselwillig, der natürlich auch jetzt wechseln wird. Das ist ja, wird ihm, glaube ich, niemand Steine in den Weg legen. Aber an sich sieht es ja tatsächlich gut aus. Wir müssen dann überhaupt überlegen, wie geht es weiter mit der einen oder anderen Position, wenn wir uns über, wahrscheinlich über Kostic Gedanken, müssen wir uns Gedanken machen. Aber an sich, vielleicht wird Hinteregger wechseln, kann ich mir vorstellen. Was machen wir mit Russ? Gibt es da eine Vertragsverlängerung? Ja, aber ansonsten, ey, sind wir mega gut drauf, mega safe. Wir holen einen Ersatz für Kostic, der wird nicht unfassbar teuer sein, weil der Markt halt es vielleicht nicht hergibt. Wir haben aber auch Leute wie Barkok, die wir zurückholen. Ich bin da total relaxed. Ja, wobei man schon sagen muss, also bei Kostic bin ich jetzt gerade eben noch mehr im Zwiespalt als vorher schon. Auf der einen Seite glaube ich, dass wenn du ihn tatsächlich an einen anderen Verein ziehen lässt, dass du nicht die Summe erreichen wirst, die du in der letzten Sommerpause hättest erreichen können, weil einfach viel weniger Geld im Umlauf ist. Auf der anderen Seite könnte das natürlich auch ein Mittel sein, zu sagen, von wegen, pass mal auf, du hast jetzt hier lange irgendwie nicht gespielt, Spielpraxis. Er selbst hat ja in dem Interview bei aufeintracht.de auch gesagt, dass ihm die Pause eigentlich nicht so richtig entgegenkam, weil er eigentlich gerade in so einer Topform war, die natürlich jetzt auch durch fehlende Spielpraxis wieder runtergeht. Vielleicht könnte das ja tatsächlich jetzt auch so ein Ding sein, zu sagen, von wegen, pass auf, wir hängen noch ein Jahr hinten dran, weil die Eintracht die Ablöseforderung, die sie gerne hätte, nicht erfüllt bekommt. Und er vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit braucht, um da jetzt wieder in so einen super Spielrhythmus irgendwie reinzukommen. Also vielleicht ist es auch positiv, ich weiß es nicht. Laufenden Vertrag bis 23 hat er ja noch. Ja, kann sein. Ja, also. Spannend auf jeden Fall, ja. Ja. Obwohl das ja schon, also ich glaube schon, wie der Marvin sagt, das sind, glaube ich, viele, viele Interessenten dabei, auch gerade, wie sagt man das denn so schön, auch wenn jetzt natürlich Kostic nicht mehr diesen Hype um sich scharen kann, weil einfach die Leistung teilweise jetzt nicht mehr ganz so bombastisch war, wie einfach zu teilen in der letzten Saison. Trotzdem ein super wichtiger Spieler, der auch definitiv nicht unter Wert verkauft werden sollte. René, du hast natürlich völlig recht, dass der Wert, der wahrscheinlich gezahlt wird, wird wahrscheinlich einfach ein bisschen niedriger sein, weil die Finanzsituation einfach ein bisschen
prekärer ist. Jetzt haben wir aber natürlich, weil ihr gesagt habt, wir haben eigentlich gar nicht so viele Leute, deren Vertrag ausläuft. Wenn ich mir aber das dann so angucke, dann hast du doch so ein paar Spieler, die zwar teilweise mehr, ich sag mal, für das Mannschaftsgefüge, für die Stimmung und so weiter, wie Gelson Fernandes, dessen Vertrag ausläuft, Hasebe läuft aus, De Guzman läuft aus. Das sind zwar Spieler, die jetzt nicht unbedingt mehr Spielzeit in der Saison groß bekommen haben. Trotzdem, für mich wird es da interessant, wie sieht überhaupt da die Planung aus? War da teilweise im Endeffekt Ersatzleute? Diese Aussagen von Bobic wundern mich da einfach teilweise, dass da gesagt wird, die Kaderplanung muss jetzt komplett über den Haufen geworfen werden. Weil ich glaube, es sind ja so Positionen, gerade wie Hasebe Fernandes und De Guzman, natürlich sind wir da einigermaßen gut besetzt gewesen an den Positionen, sind aber Verträge, die, glaube ich, auch nie geplant waren, die groß zu verlängern, sondern da im Endeffekt Ersatz an den Stellen zu holen. Deshalb bin ich einfach mal gespannt, was an Kaderplanung da an der Stelle kommt. Und ich denke, auch darauf war teilweise vielleicht auch die Frage angelehnt, welche Spieler bleiben. Ihr habt schon richtig gesagt, bei Hinteregger könnte sein, dass er gehen wird. Auch ein Russ muss man gucken, da würde ja der Vertrag auch auslaufen. Das sind natürlich Positionen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade wie Russ, Fernandes und wie heißt der, De Guzman, die jetzt unbedingt so viel Spielzeit bekommen haben. Aber ja, an der anderen Seite trotzdem, gerade wenn du eine Ambition hast, einen guten, breiten Kader auch zu haben, glaube ich, da wichtig ist, da frühzeitig Ersatz zu suchen. Und mal schauen. Also ich bin gespannt. Und wenn dir natürlich Geld dann fehlt, was du für Kostic nicht bekommst, finde ich immer, dieses Spiel ist ein bisschen Quatsch, weil dadurch, dass Kostic natürlich auch weniger einbringt, die anderen Spieler am Markt kosten aber generell weniger. Es ist ein Marktsystem und nicht Kostic hat dann Marktwert verloren, sondern ich glaube, René, du wolltest, das war auch das, was du so sagen wolltest, mit einfach der generelle Markt ist eigentlich da dann getroffen durch die Corona-Krise und nicht im Endeffekt der Spieler Filip Kostic bringt uns jetzt nicht mehr so viel Geld wie vorher. Das ist eigentlich in Relation zu sehen und dementsprechend machen wir uns nicht verrückt, ne? Ja, gut, das stimmt natürlich. Ich bin aber gespannt. Wenn du für den einen Spieler weniger Geld bekommst, musst du auch für den anderen tatsächlich weniger zahlen, weil generell das System schrumpft. Da gab es ja auch die verschiedensten Diskussionen drüber, ob wir jetzt einen dauerhaften Rückgang von diesen total abgehobenen Transfersummen sehen. Und ich glaube, das ist dann eher so eine zeitliche Thematik und das wird relativ schnell wieder auf Summen ansteigen wie vorher auch, wenn nicht sogar noch größer, weil einfach irgendwann wieder die um die Ecke kommen, die ganz viel Geld in diesen Markt einfach reinpumpen werden. Ja, ja, das hält ja sowieso nicht so lange Bestand. Das ist ja alles nur relativ kurze Zeit. Ich meine, dass der Markt wird gerade im Fußball wahrscheinlich relativ bald wieder ähnlich explosionsartige Höhen erreichen. Das kennen wir auch. Es gab auch nach der Wirtschaftskrise zuletzt gab es auch immer wieder ein paar Downphasen. Ich weiß, in den 2000ern war es auch erstmal ziemlich hoch und dann war es relativ niedrig. Und dann ist es aber innerhalb von nur 2 Jahren ist es dann auch wieder auf neue Höhen geschnellt. Ich mache mir da kaum Hoffnung tatsächlich, aber wenn es irgendwie bezahlt wird, gut, von mir aus. Ne? Ja, aber genau. Gut, wesentlich interessanter ist da noch eine Frage, die ich bekommen habe. Und zwar, was meinen wir? Also ich meine, ist ja so, dass unser aktueller Tabellenplatz kein weiteres Jahr Europa League hergibt. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass jetzt erstmal die Grenzen zu sind, ja. Jetzt muss ich aber mal fragen, was die Frage ist von der Sabine. Der Tabellenplatz kam genau, und ob wir dann trotzdem gesetzt sind, wenn jetzt abgebrochen werden würde. Nö, da würde ich nicht von ausgehen. Nö, würde ich jetzt auch nicht von ausgehen. Das ist ja so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt sagst, die Saison wird abgebrochen oder ob du sagst, wir behandhaben die Saison so, als wenn sie nicht stattgefunden hätte, dann wären wir tatsächlich wieder gesetzt. Aber wenn du ja sagst, okay, diese Spielzeit hat ja eine gewisse Gültigkeit und du brichst halt einfach den ganzen Rums ab, dann sind wir halt einfach Zwölfter, dann spielen wir nächstes Jahr nicht international und dann können wir uns aber, wie Dennis ja zu Recht gesagt hat, dann einfach jetzt auch schon mal auf das nächste Jahr konzentrieren, weil wir haben ja zumindest mal die Sicherheit, wo und wie es dann weitergehen wird. Ja, also von daher, nee, gesetzt sind wir aus meiner Sicht da nicht. Glaube ich auch nicht. Also das ist auch für mich das mittlerweile das unrealistischste Szenario, dass tatsächlich diese Runde nicht in die Wertung eingeht. Kein Meister, keine Absteiger, keine Aussteiger, sondern
wie ihr schon gesagt habt. Also tatsächlich, bitte auch an der Stelle nochmal, mittlerweile bin ich ein richtiger Freund des Geisterspiel-Vorschlags geworden, zumindest in der bitte nochmal, Deutschland-Konferenz, Marvin, wie du es vorgestellt hattest. Also dementsprechend schauen wir mal. Aber also das kann ich mir tatsächlich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr vorstellen. Am Anfang habe ich noch gedacht, das wäre tatsächlich eine saubere Lösung. Aber denke, dass wir tatsächlich die Spiele irgendwie durchgedrückt bekommen als Geisterspiele. Ja, denke ich tatsächlich auch. Und dann natürlich auch, um auf die Frage nochmal einzugehen, dann auch mit den aktuellen Platzierungen, die natürlich dann für die verschiedenen Wettbewerbe und auch Abstieg, Relegation und so weiter eben vorgesehen sind, ne? Dann hatten wir hier noch eine Frage, die hatte ich noch nicht in unser Dokument geschrieben, die habe ich aber hier auf Twitter gerade eben noch gesehen, die kommt von Passives Abseits und da ist die Frage nach Aufstockung der Liga. Man könnte sowieso nicht verstehen, warum unsere Liga die einzige ist, die nur mit 18 Vereinen irgendwie spielt. Ja, ist natürlich jetzt eine Option, über die man jetzt irgendwie nachdenken kann, nachdenken muss. Wenn man jetzt sagt, wir brechen die Saison jetzt irgendwie ab oder die wird jetzt irgendwie anders gewertet, dann muss man hier natürlich dann auch drüber nachdenken, wie das jetzt dann an dieser Stelle zu sehen ist, ob man jetzt dann die Liga einfach von 18 auf, weiß ich nicht, 20, 22 Vereine oder irgendwas aufstockt. Das war ja auch schon mal so eine Diskussion, die irgendwie im Gespräch war, dass du irgendwie sagst, es gibt keinen Absteiger und du ziehst einfach von unten von den Ligen irgendwie hoch. Ich glaube, aber dauerhaft werden wir die Bundesliga mit den 18 Vereinen sehen und da keine dauerhafte Aufstockung irgendwie haben, muss ich auch irgendwie sagen, bin ich ganz froh drüber, weil was ich jetzt nicht brauche, ist jetzt ähnlich wie bei der Premier League, da diese ganzen tonnenweise Spiele, die jetzt hier irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden. Der Zeitplan gibt's tatsächlich fast nicht her, ja. Nee, das ist halte ich auch für ein großes Risiko und weiß ich nicht, ob du dann nicht zu sehr in diese Kommerzialisierungsrichtung irgendwie tatsächlich auch läufst. Naja, wobei die Kommerzialisierungsrichtung, die ist doch eh schon lang gegeben, oder? Das ist doch scheißegal. Also ich meine, also was ist jetzt da realistisch gesehen noch der Unterschied? Ja, ne? Ich meine, das ist nur, wir müssten uns vielleicht viel eher mal darüber Gedanken machen, grundsätzlich als Fußball, dass vielleicht die Spieler nicht alle komplett immer am Anschlag sind. So, also ich meine, ja, natürlich kann man sagen, die sind jetzt, ich sag ja selber, dass die auch alle gut bezahlt sind. Und das ist ja auch so. Trotzdem muss man auch irgendwie eine Steuerung insofern hinfahren, dass die Top-Spieler nicht unbedingt 50 Spiele in einer Saison machen müssen. So, ne? Das weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Grundsätzlich aber eine 20er-Liga kann ich mir schon vorstellen. Das war wahrscheinlich auch den Input, den ihr jetzt gerade vom Tobi Ass jetzt behandelt habt. Ja, wie gesagt, also kann ich mir grundsätzlich vorstellen, aber ich glaube sogar, dass es wirklich passieren kann, wenn die Liga abgebrochen würde. Ne? Also dann gehe ich davon aus, dann kannst du nämlich den ersten, kannst du eigentlich kaum einem verwehren, wirklich aufzusteigen, der momentan auf dem Aufstiegsplatz ist. Ne? Ja gut, und du kannst auch andersrum, ist halt die Frage, wie du mit den Absteigern dann tatsächlich dann auch umgehst. Das war ja auch der Punkt, den ich gerade eben hatte. Ich halte es für eine valide Option, wenn du sagst, du brichst ab, dann das in Betracht zu ziehen und ist halt nur die Frage, ist es dann eine dauerhafte Aufstockung oder ist es dann eine Aufstockung auf Zeit, bis du dann quasi über eine vergrößerte Abstiegsregel in den nächsten zwei Spielzeiten irgendwie dann halt das quasi auch so ein Stück weit wieder bereinigst oder so, ne? Das müsste man dann sehen, ja genau, das weiß ich auch nicht genau, kann mir aber, ich weiß nicht, braucht die Bundesliga 20 Mannschaften? Ach, ich weiß es eigentlich gar nicht. Es kommt auf die Mannschaften drauf an. Ja. Ja, das ist halt so eine Sache. Ja. Noch mehr Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, bitte nicht. Ja. Wie gesagt, aktuell, wenn du dir die aktuelle Tabelle anguckst, der zweiten Liga, da hätten wir, also jetzt sicher aufgestiegen wäre Bielefeld und Stuttgart. Da könnte ich mit leben. Könnte ich mitleben, ne? Ja. Also, ich würde sogar den HSV noch mitnehmen, aber wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben ansonsten, ne? Ja, ja, ja. Also das ist natürlich auch eine Liga-Diskussion, die geführt werden sollte, aber auch erst, wenn wirklich fest ist, okay, wir können doch auch nicht weitermachen. Ich glaube trotzdem, dass momentan, trotz der erneuten Restriktionen, trotz der Tatsache, dass momentan erst nochmal ein Stoppschild gesetzt wurde, dass es am Ende jetzt erstmal schon auch so aussieht, so nach dem Motto, wir probieren das. Also wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen, den sehe ich auch nicht, wo man
die Spielsaison komplett abbricht, sondern nach wie vor erstmal noch nach Lösungen sucht, wie man es zu Ende spielen kann, was ich auch nach wie vor, wenn es denn im Rahmen des Machbaren und des Sinnvollen bleibt, auch nach wie vor okay finde, da nach Lösungen zu suchen. Vielleicht kommt man irgendwann an den Punkt, wo man dann auch diese unliebsame Entscheidung einfach treffen sollte und auch muss. Ja. Und dann muss die auch getroffen werden. Aber solange man noch die Möglichkeit hat, mit einfach kreativen anderen Lösungen hier zumindest mal Planspiele zu betreiben, finde ich, sollte man das tun. Mhm. Ja. Nun gut. Dann haben wir noch eine Frage von Rasa Tabula. Und zwar unsere persönliche Erinnerung an den ersten Stadionbesuch. Ja, ich glaube, das hatten wir vor ganz langer Zeit auch schon mal diskutiert. Aber meine erste Erinnerung war relativ dunkel. Ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass diese sogar mit Dennis zusammen war. Dennis, ich glaube, wir sind irgendwann 95 erstmal ins Stadion gegangen. Ich müsste noch mal nachgucken. Ich glaube, mein erster Stadionbesuch war irgendwie eine relativ triste Partie gegen Freiburg und auch irgendwie eine Niederlage. Also Freiburg-Eintracht. Also ich glaube, es war irgendwie ein Scheißspiel und es war eine dämliche Niederlage. Ich müsste mal gucken. Ja. Ja. So ist es ja. Ich weiß nicht mehr genau, gegen wen das erste Spiel war, aber woran ich mich halt schon noch erinnere, ist, war 96, 97. Also ich war 15, 16 irgendwie sowas um den Dreh, 97, 98 müsste es gewesen sein, genau, nach der EM-Thematik, über die wir ja vor ein paar Runden gesprochen hatten, wo ich das erste Mal im Stadion war, auch im Stehblock, und einfach diese Energie gespürt habe, als die Eintracht ein Tor geschossen hat, wie dieses ganze Stadion oder diese ganze Fankurve auf einmal so total energiegeladen dann da stand, und das war einfach so ein ganz großartiger Moment. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht mehr komplett, wer der Gegner ist. Das müsste ich auch raussuchen. Also ich müsste mal nachgucken, ob es jetzt der 13.05.1995 war, da hat die Eintracht zu Hause 1-2 gegen Freiburg verloren. Oder es war 96, das ist 2.03.96. Ich tendiere, da haben wir 0-1 verloren. Ich glaube aber tatsächlich, dass es das 95er war, weil ich kann mich an Komnenovic-Tor erinnern und der Tatsache, dass mein Held damals Andi Köpke ein Eigentor fabriziert hat. Also es läuft, glaube ich, genau so. Und das war meine erste Fußballerinnerung. Insofern nicht wirklich gut, trotzdem hat mich das Ganze irgendwie gefasst. Wir waren später auch noch öfter gemeinsam im Stadion, Dennis. Ich erinnere mich an ein Testspiel, glaube ich, oder ein Freundschaftsspiel, war das sogar das Rudi Bommer Abschiedsspiel, man weiß es nicht mehr genau, wo wir auch im Stehblock ein bisschen, also nicht bei den harten Jungs gestanden haben. Nicht Gehblock, sondern beide. 32. Genau, und ich kann mich erinnern, da war dann irgend so ein Typ, der die ganze Zeit Balance aufgeblasen und uns gegeben hat, aber der sah mega merkwürdig aus. Der hat nämlich ganz schön lange Fingernägel gehabt, ein Stranger. Gott. Hat er eine Clownsmaske? Ich glaube nicht, nein. Okay. Ich glaube nicht. Oh Gott. Schon strange auf jeden Fall. Also meine erste Stadionerinnerung, Marvin, nur auch dazu nochmal als Zusatz, war, glaube ich, tatsächlich ein relativ erfolgreiches 2-0, 3-0, ich weiß gar nicht, gegen Leverkusen, aber schon in der Saison 93, 94, das weiß ich noch, weil im Endeffekt Leverkusen-Siege tatsächlich ja relativ rar gesät waren, so in unserer Historie. Also es müsste, ich weiß jetzt aber nicht mehr, es müsste dann sogar die Rückrunde, Hinrunde, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich habe jetzt auch schon mal probiert, hier ein bisschen zu suchen. Warte mal, es müsste 93, 94 gewesen sein. Ich schaue gerade noch mal kurz. So früh war es 2-0 gegen. So früh war ich im Stadion tatsächlich ja auch mit den Jungs, die du ja auch noch dann alle da noch kennengelernt hast. Ach so, Marvin. Die ganze andere Gang da noch, ja. Die Gelnhäuser Pöbel, ja, genau. Also nur Verrückte. Genau. Also da, das ist so eigentlich die erste Stadionerinnerung, die ich noch habe.
Aber wie du sagst, Marvin, danach waren wir ja dann wirklich häufiger und am häufigsten im Stadion und jetzt ja eigentlich immer. Dementsprechend, nee, schöne Sache auf jeden Fall. Aber es war, glaube ich, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Auch die Saison war, glaube ich, 93, 94 gar nicht so schlecht am Ende. Warst du 94 da? Also wirklich als Doll und Yeboah die Tore geschossen haben? Und das muss dann ja. Doll und Yeboah gewesen sein, ja. Wie gesagt, das muss, wenn du sagst, dass das, welcher Spieltag ist das gewesen, Marvin? Wenn du es gerade vor dir hast? Das sieht alles nach, ja, ich müsste mal gucken. Ich habe jetzt, oh nein, wann war denn das? Mal gucken. Nee, ich sehe es jetzt hier gerade gar nicht. Aber, wann war denn das? Boah, 93, 94. Warte mal, jetzt habe ich es doch hier, glaube ich, 25. Spieltag, ein Freitagabend. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, also außer wir haben im nächsten Jahr auch gegen Leverkusen gewonnen. Gucken wir mal. Unwahrscheinlich. Tatsächlich, ja. Ich gucke nur mal nach. Geil. Wo ist denn Leverkusen? Leverkusen. Naja, ist alles nicht so. Aber gut, ich krieg's jetzt auch leider hier nicht auf die Reihe, auf die Schnelle. Aber es war auf jeden Fall Leverkusen, das ist doch schon mal interessant. Aber es war auf jeden Fall Leverkusen und es war auf jeden Fall ein Sieg und es war auch wirklich relativ lange, bevor ich dann regelmäßig ins Stadion gegangen bin. Wie du sagst, Marvin, wir sind ja dann auch, es war aber dann doch noch ein bisschen Stückwerk. Die Dauerkarten kamen ja dann doch erst ein bisschen später. Aber auf jeden Fall ein großer Spaß gewesen. Ich kann auch eine lustige Stadiongeschichte, es ist nicht die allererste, aber es ist eine der ersten erzählen, wo ich das erste Mal tatsächlich erlebt habe, dass man in so einem Stehblock auch wahnsinnig viel Platz um sich rum haben kann. Weil du gepupst hast. Nee, weil ich nicht, ich war es nicht und ich war auch nicht gepupst. Oh, nein, okay. Wir sind samstags zum Heimspiel gefahren und wir hatten von einem Kumpel von mir war ein Freund mit dabei und der war schon 17, 18 und er hat sich auf der Fahrt massenweise Äppler reingekippt, also richtig flaschenweise. Oh, und wir dachten schon so, boah Harald, das geht in keine gute Richtung, was du hier betreibst. Und dann kam er zusätzlich noch auf diese wahnsinnig chlorreiche Idee am Hauptbahnhof, weil wir auf den Zug zum Stadion warten mussten, in diesen McDonald's reinzugehen und sich zwei Fischmeck zu holen. Und wir haben ihm direkt gesagt, du, erstens ist das kein richtiger Fisch und zweitens ist das nach zwei Flaschen Äppler eine ganz bescheuerte Idee, lass mal bleiben. Er war aber nicht davon zu überzeugen und dann standen wir dann irgendwann in dem Block und er wurde als kleiner und setzte sich hin und wir dachten so, das geht nicht gut. Mhm. Und es ging auch nicht gut. Und dann hatten wir auf einmal sehr viel Platz um uns rum im Stadion. Oh, ist echt dann wirklich einer derjenigen, die wirklich Fischmeck essen, was auch schon schlimm genug ist. Ja, was an sich schon schlimm genug ist, aber diese Kombination und nee, es war irgendwie nicht so geil. Aber wir hatten viel Platz, ich konnte viel sehen. Oh Gott. Aber er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Aber es ist auch so ein Ding, wo ich denke so, so richtig gut war das jetzt nicht. Aber es war lustig. Also für uns zumindest. Klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Story. Ja. Das klingt wirklich nicht schlecht. Und ganz kurz nur, Leute, auch in der Zwischenzeit, 94, 95, tatsächlich 20. Spieltag, Eintracht gewinnt 2-0 gegen Leverkusen zu Hause. Deshalb, jetzt habe ich tatsächlich ein Problem, ich kann es dir nämlich nicht sagen. Ich glaube, ja, dann war wahrscheinlich eher das. Ja, dann für was? Zumindest 11. Ja. Also ich glaube, das dürfte es eher gewesen sein. Aber crazy, ey, meine Fresse. Wie es so geht, ne? Lange ist her. Lange her. Total verrückt. Auf jeden Fall. Sehr viele schöne Erinnerungen. Total verrückt. Ja. Wir heben uns die Frage mal auf und stellen die nächste Woche Basti auch noch, wenn er dann da ist. Das würde mich auch interessieren. Oh ja. Haben wir denn noch weitere Fragen? Ich scrolle hier gerade mal noch durch. Ich hatte mir zumindest keine weiteren rausgeschrieben. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass ich nicht vielleicht eine übersehen habe. Ja, machen wir die nächste Woche, ist ja auch nicht schlimm. Genau, bevor Marvin hier sowieso kurz vorm Einschlafen ist. Ja, ich bin jetzt werd langsam müde. Den ganzen Arbeitstag gehabt und jetzt merke ich es gerade. Ja. Sehr gut. Dann lass uns doch mal hier nach vorne Vollgas gehen. Vollgas Richtung. Wir haben noch zwei, drei Sachen hier tatsächlich stehen. Und zwar müssen wir noch über den ersten Titel sprechen. Das ist ja die neue Super-Rubrik, die sich der liebe Marvin hier ausgedacht hat. Und Marvin war dran,
Basti war dran, ich habe was erzählt, aber Dennis hat noch nicht gesagt, was sein erster Tipp Oha. Ist. Dann leg mal los. Ja. Also, dadurch, dass natürlich hier einiges schon vorgelegt wurde und ich musste mich tatsächlich erstmal ein bisschen besinnen, was war denn eigentlich tatsächlich der erste Titel, den ich von der Eintracht erlebt habe. Und tatsächlich ist er mir erst gar nicht so im ersten Augenblick sofort ins Auge gefallen oder eingefallen. Wo ich jetzt kommt der Antalya Cup. Stimmt. Nein, es ist tatsächlich nicht der Antalya Cup. Es ist Schade. Auch nicht viel besser als der Antalya Cup, sondern es ist tatsächlich, wurde der Titel klar gemacht. Ich mache ein paar Rundinformationen. Es war ein Heimspiel an einem Sonntag, und zwar am Sonntag des, der 7.6.1998. Jetzt merkt ihr schon, oh, 7.6.1998, was ist denn da los? Es war tatsächlich der letzte Spieltag der Saison 97-98. Und was war das dann für ein Titel? Es war tatsächlich der Zweitligameistertitel der Eintracht. Okay, ja. Also wir sind tatsächlich aufgestiegen als Erster, war im Endeffekt in Frankfurt das Spiel. Ich habe es tatsächlich mit nicht im Stadion live verfolgen können, sondern mit vielen Freunden. Marvin war leider, glaube ich, ich weiß gar nicht, oder Marvin, warst du vielleicht auch dabei? Wir hatten das in größerer Gruppe geschaut gehabt und ja, war auf jeden Fall relativ spannend, muss man wirklich sagen. In der Hinsicht nicht mal aufgestiegen wären wir so oder so. Die Tabelle, wenn man sich anschaut, war schon relativ früh, relativ abgesichert in Anführungszeichen. Also aufgestiegen waren neben uns dann noch Freiburg und Nürnberg. Wir dann mit 64 Punkten, aber an diesem letzten Spieltag entschied sich eben sozusagen, wer holt die Krone der zweiten Liga sozusagen. Freiburg war nämlich tatsächlich mit besserem Torverhältnis in die Situation gegangen und ja, war dann im Endeffekt ein lustiges Spiel gegen Fortuna Köln. Jetzt kommt hier nämlich eine Quizfrage, die Marvin garantiert gut beantworten kann. Wer war denn zu der Zeit einmal natürlich der Trainer der Frankfurter Eintracht? 1998. Oh, Mann, das ist eine gute Frage. Das müsste ich, warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen, weil das ist natürlich schon so eine Nummer. Also 98, da habe ich sehr, sehr mit mir gelitten, glaube ich. Aber ich würde tatsächlich behaupten, es war unser guter Horst Ermantraut, oder? Richtig, genau, korrekt. Alles korrekt. Und der Gegnertrainer war zu der Zeit tatsächlich Bernd Schuster von Fortuna Köln im letzten Spiel. Okay. Und also auch Fortuna Köln am Ende Sechster gewesen. Ja, war im Endeffekt für mich einfach in der Hinsicht ein prägender oder ein emotionaler Titel, ist natürlich totaler Quatsch, ne? Sondern es war jetzt im Endeffekt was, wo ich es mitbekommen habe. Und tatsächlich waren das so diese kleinen Ziele, die auch in dieser teilweise dann schwierigen Zeit, ihr erinnert euch ja, und wir haben ja auch im Endeffekt später wurde es ja auch nicht unbedingt teilweise besser, viele Trainerwechsel und so weiter, ja, aber gerade in der Situation hat das wirklich mich so ein bisschen emotionalisiert, da wenigstens, jawohl, als Erster aufgestiegen, obwohl es natürlich der goldene Blumentopf ist, den du da gewonnen hast, aber war einfach für mich ein Titel, der mir natürlich am Anfang, jeder, wie ihr richtig sagt, denkt natürlich hier DFB-Pokal, Europacup und so weiter. Haben wir natürlich leider alles so, außer Basti dann in der Frühzeit gar nicht so live und energisch miterlebt. Das war tatsächlich ein Titel, den ich live mitverfolgt habe, den ich ja auch mit der Größen Bindewald Schur, die ja dann gespielt hatten, Sobotzik, der ein wichtiges Spiel da gemacht hatte, ja, war im Endeffekt für mich tatsächlich was Emotionales in der Hinsicht, dass ich einfach akut live vorm Fernseher mitverfolgen konnte. Finde ich und ziemlich cool. Auch in der größeren Gruppe, hat Spaß gemacht. Ja, finde ich ziemlich cool, denn im Endeffekt war es ja, wie du sagst, ja wirklich auch wichtig, ne? War eine schwierige Zeit, aber was ja im Endeffekt ganz cool war, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf einem Aufstiegsplatz waren, ne? Also nicht, also die größte Zeit, würde ich behaupten. Wir hatten ja mal ein ganz kurzes Tief, aber am Ende waren wir trotzdem, ich glaube, so ab dem, ja, ab
früh in der zweiten Saisonhälfte, so spätestens ab dem 21., 22. hast du schon gemerkt, wie der Hase läuft, ne? Und das war ja auch eigentlich eine richtig coole Angelegenheit, auch mal ein bisschen wieder Erfolg eigentlich zu tanken, ne? Also wirklich auch mal positive Erfolge zu sehen, so Bozic hast du ja angesprochen, der im letzten Spiel ja ganz gut gespielt hat. Was ich aber interessant finde, wenn ich mir die ganze Aufstellung überhaupt grundsätzlich mal so angucke, beziehungsweise nicht nur die Aufstellung, sondern die Gegner, das finde ich auch ganz, ganz cool eigentlich. Ne? Wir hatten natürlich Freiburg, haben wir gekannt, Gütersloh damals noch. Gütersloh ist mir jetzt nur noch als Bruchhagen irgendwie in Erinnerung. Aber natürlich hast du damals auch unter Harringen und Cottbus aber gehabt. Ja, aber wie die Fortuna, genau, Stuttgarter Kickers, Lok Leipzig, auch geil, mal Meppen, ja, Meppen als Schreckgespenst teilweise. Und Wattenscheid, liebe Leute, Wattenscheid 09. Ich weiß nicht, ob Süleyman Sané damals noch dort gespielt hat, aber irgendwie war das eine ganz coole Sache. Ich glaube dann irgendwie Zwickau hat ja auch gespielt. Ich weiß nicht, ob der René Beuschel damals gekickt hat. So ein Spieler von damals, den ich dort kannte, glaube ich auch irgendwann mal woanders angeheuert hat. War der mal bei uns? Kann glaube ich auch sein. Aber irgendwie eine Zeit, in der wir Potenzial hatten, ne? Mit Brinkmann, mit dem einen oder anderen, der noch am Start war. So Bozic hast du angesprochen, der damals extrem wichtig war, ne? So sieht's aus, auf jeden Fall. Nein, wie gesagt, das ist, hat aber auch zu der Situation gepasst. Ich erinnere mich noch so dran, dass es eigentlich ein ziemlicher, glaube ich, Rumpelkick war und dann erst eine gelb-rote Karte kommen musste. Er hat natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen reingelesen, was war denn eigentlich? Und dann kommt ja diese Erinnerung oder Emotionalität in Anführungszeichen wieder, die man dann auch zu dem Zeitpunkt, also zur Halbzeit 0-0, dann in der zweiten Halbzeit musste eigentlich erst so ein Dosenöffner her mit der gelb-roten Karte, um dann im Endeffekt die typische Eintracht-Show abzuliefern, wie es dann oft so ist, dann erstmal mit 1-0 in Rückstand geraten und dann, wie du richtig sagst, Marvin, so Bozic ja ein wichtiges Spiel gemacht, da auch wirklich zwei Tore dann gemacht gehabt, Gebhardt noch, Bindewald mit einem Elfmeter, also war im Endeffekt, für mich ist das so ein typischer Verlauf, zittern, oh Gott, jetzt muss man aufpassen, wie läuft es eigentlich auf den anderen Plätzen? Ah, du gehst eigentlich schon mit einem schlechteren Torverhältnis hin. Typische Eintracht-Misere, ne? Die wir ja jahrelang auch danach noch, jahrzehntelang danach noch, heute auch noch im Herzen tragen, dass wir immer Angst haben, die Eintracht verkackt es am Ende dann doch irgendwie noch. Und so ging mir das zumindest da, zumindest habe ich es heute noch so in Erinnerung, dass wir wirklich da gesessen haben und gedacht, oh Gott, hier, jetzt vertickern die es auch noch, obwohl der Titel ja gar nichts in dem Sinne wert ist oder ob du dann Erster oder Zweiter bist, völlig Wurst. Aber irgendwie willst es dann doch haben. Genau, es ist dann doch so, dass du dieser Ehrgeiz ist dann doch da und auch dieser Wille, zumindest als Fan, dass du tatsächlich dich emotionalisieren lässt davon. Und eigentlich eine schöne Sache, weil man merkt, selbst solche kleinen Sachen, und auch wenn du mich jetzt erzählen hörst, das ist heute wieder für mich so ein bisschen eine Freude gewesen, sowas, eine tolle Erinnerung an ein interessantes Spiel, was dann auch noch im Endeffekt positiv ausgegangen ist. Das ist natürlich eine tolle Sache, sollte alle so ein bisschen auch nochmal dazu animieren und deshalb finde ich den Titel und diese Kategorie auch schön, Marvin, die du ja damals ins Leben gerufen hast, dass jeder sich nochmal über Sachen Gedanken macht, die vielleicht schon lange oder die auch im Endeffekt gar nicht mehr so greifbar sind und nicht nur an die großen Dinge zu denken, sondern vielleicht auch an kleinere Titel, natürlich nicht unbedingt jetzt der Antalya Cup oder der Fuji Cup oder was weiß ich, was alles da gab, sondern es gibt da sicherlich den ein oder anderen Titel oder ein oder andere Spiel, was euch so in Erinnerung geblieben ist, weil es euch einfach extrem emotionalisiert hat. Das war vielleicht auch an der Stelle zwar nicht jetzt der größte Titel, den wir gewonnen haben, aber auf jeden Fall eine schöne Sache und spannend war es definitiv, weil eben auch noch was zu verlieren war. Schön, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen mitnehmen. Ja, sehr schön, vielen Dank. Auf jeden Fall. Gerne. Ja, wichtige Saison damals, auch der Gewinn auch dieses Dings, ich weiß nicht wie viel, ich glaube über 40.000 Leute waren ja damals auch im Stadion, das war irgendwie ganz cool und das war halt auch ein richtiges Zeichen, dass du halt mit einem Sieg dann auch Gefühl hattest, okay, weißt du was, wir sind jetzt auch Erster, jetzt können wir uns auch gut auf die nächste Bundesliga-Saison vorbereiten. Also ist nicht einfach so reingegaunert, ne? Sondern halt krass mit einem guten Vorsprung Erster geworden. Das ist schon gut. Ja, das ist viel wert. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für deinen ersten Titel, lieber Dennis.
Ja, mega. Gerne. Jetzt muss der Marvin sich für nächste Woche eine neue Rubrik ausdenken, weil jetzt hat jeder was zum ersten Titel gesagt. Es sei denn, Frau Alex ist nächste Woche spontan mal wieder mit dabei. Aber ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, ihr Lieben, ich mache mich jetzt auch mal. Ich bin ein bisschen fertig, langer Arbeitstag. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und dann gucken wir mal. Gleichfalls, Marvin, ja. Dann überlege ich mir bis nächste Woche einfach mal was anderes. Genau. Okay. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Marvin. Tschüss. Tschüss. Ja, dann lass uns doch hier die Runde noch zu Ende bringen. Wir haben ja ein bisschen Luft in unserer Themenauswahl. Ich würde dementsprechend sagen, wir skippen jetzt mal das Thema mit ehemaligen Spielern und auch der Saison von vor 20 Jahren, weil da ja dann doch auch das ein oder andere passiert ist. Und da hätte ich die anderen beiden Jungs gerne mit dabei. Von daher würde ich sagen, schieben wir das einfach auf die nächste Woche. Gucken aber doch mal, was wir noch an Empfehlungen haben, und da hauen wir mal den Jingle hier noch raus. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Gib's zu, du wolltest nur den Jingle spielen. Ich wollte den Jingle spielen, natürlich. Was denn sonst? Also, ja, steht ja vollkommen außer Frage. Der ist so gut. Ja, deswegen sollte man den auf jeden Fall des Öfteren mal spielen. Da ist ja, führt ja gar nicht. Eine Anmerkung noch zum Marvin. Ja. Das gefällt mir, was er hier macht. Später kommen und früher gehen. Ja. Das sind mir die Liebsten. Das ist so ein Konzept, was sich auch seit Jahren irgendwie durchgesetzt hat. Ich habe es nie geschafft, mich da irgendwie einzuklinken, aber ich beneide so Menschen, die das in so einer Perfektion machen, wie es der liebe Marvin hier gemacht hat. Das war auch so elegant, so erst so, komm, hier antäuschen, ich komme ein paar Minuten später. Ja, jetzt danach sagen so, ich gehe jetzt übrigens. Müde Bär. Ja gut, auf der anderen Seite kann man es natürlich auch verstehen, wenn er jetzt den ganzen Tag da gearbeitet hat, und man muss halt auch bedenken. Auch nur Spaß, ja. Dass in der aktuellen Situation, wie gesagt, ich stelle es ja dann auch immer bei so einfachen Dingen wie, man geht mal eben irgendwie hier zum Bäcker einkaufen. Das sind natürlich auch so Dinge, die auch unter einer ganz anderen Belastung stattfinden als jetzt so normal, und dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich jetzt in den letzten Wochen im Büro gewesen bin, aber einfach die Situation mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch sonst irgendwie in sich durch Frankfurt zu bewegen, in so einem Bürogebäude mit anderen Leuten dann da auch zu sitzen, ist natürlich dann auch jetzt momentan eine ganz andere Anstrengung als unter so normalen Bedingungen. Von daher kann man das, glaube ich, alles nur auf jeden Fall so ganz dick. Und wie gesagt, war ja sowieso nur ein Spaß, aber an der anderen Stelle ist es ja wie, ist ja eine wunderbare Sache, dass es überhaupt geklappt hat heute, so dementsprechend. Ist es. Ich habe hier zwei Empfehlungen schon mal reingeschrieben. Die eine kommt nicht von mir, die lese ich jetzt nur vor. Die kommt nämlich von Mark Herrarus. Und zwar empfiehlt er einen Podcast, und zwar Fake Doctors Real Friends. Er hat uns einen Spotify-Link geschickt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob den auch sonst irgendwo anders ergibt. Das könnt ihr ja dann selbst tun. Und zwar ist das ein Podcast, John der Dorian, erscheint oder? Zweimal die Woche, und zwar von den beiden Scrubs-Darstellern Zach Braff und Donald Faison. Ich glaube, Scrubs brauchen wir jetzt nicht großartig viel sagen, hat jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise was von mitgekriegt. Die beiden machen quasi zweimal die Woche einen Podcast und reden da quasi über jede einzelne Folge und sprechen über Anekdoten und sonst irgendwas. Habe ich mir noch nicht auf die Liste gepackt, weil ich sowieso noch viel zu viel zu hören habe. Finde ich aber eine sehr schöne Geschichte. Ja, klingt auf jeden Serie Fall interessant. Ich fand die Serie früher immer sehr gut. Oh ja. Ja, bis auf die letzten Staffeln, die waren dann ein bisschen mies, aber... ja, gut, aber das ist ja dann immer so ein bisschen das Thema. Genau. Ja. Also nein, daher, hast du auf jeden Fall recht. Coole Empfehlung, gefällt mir. Ja. Muss ich auch mal reinhören. Genau. Und ich schieb noch eine Podcast-Empfehlung von mir hinterher, und zwar ein Podcast aus dem Hause Metaebene. Also von Tim Pritloff, den man ja kennt, der schon seit vielen Jahren hier Podcasts macht. Und der hat vor, ich glaube, 2 Jahren sein siebtes Podcast-Projekt gestartet, UKW, Unsere kleine Welt.
wo er immer so ein bisschen auch so Sonderthemen behandelt und macht momentan tatsächlich relativ viele einzelne Folgen zum Thema Corona, aber eben auch mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Er hat zum Beispiel regelmäßig den Pavel Meyer, heißt er, glaube ich, ja, Pavel Meyer zu Gast, der macht relativ viel mit so Zahlenanalyse und so Zahlenvirtualisierung und die gucken sich immer in so regelmäßigen Abständen die aktuellen Zahlen und Statistiken und Prognosen an und gucken dann nochmal auf so eine andere Richtung drauf. Er hat aber zum Beispiel auch mit jemanden aus der Richtung Intensivmedizin gesprochen, was das denn für so Intensivmedizin und Abläufe in so Krankenhäusern bedeutet, hat mit jemandem gesprochen, der sich über Hygienethematiken auskennt und Wirtschaft und so weiter. Also wer da auch nochmal andere Dinge jetzt zu dieser ganzen Thematik haben will, der findet da, glaube ich, ganz gute Folgen, die man sich anhören kann, wenn man möchte, aber auch nicht muss. Ne? Okay, gut. Genau, das waren jetzt so meine Empfehlungen. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel Neues, ähnlich wie Marvin, nicht viel Neues geschaut, sondern mich tatsächlich noch damit beschäftigt, einfach mal Dinge irgendwie zu Ende zu schauen oder halt auch einfach mal nichts zu machen, sofern es denn irgendwie geht. Ja. Also ich muss auch sagen, das Einzige, was ich geschafft habe, ist mir die ersten 5 Folgen von The Mandalorian anzuschauen. Okay, und ist gut? Ja, also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Die Folgen sind recht kurz, so eine halbe Stunde. Also man kommt relativ schnell rein. Ist tatsächlich dann auch für die Binge-Watcher unter uns, sollten vielleicht warten, bis die Staffeln dann insgesamt zur Verfügung stehen, weil die machen da jetzt also auch wieder zweieinhalb Stunden hat man so ein folgenweise Quatsch dabei, ne? Ja, genau. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, die erste Staffel hat, glaube ich, 8 oder sonstige Folgen. Also im Moment sind, glaube ich, 5 verfügbar. Zumindest waren es die Tage, ich glaube vorgestern oder was hatte ich da die letzte geschaut gehabt. Also es ist auf jeden Fall für Leute, die mit dem Star Wars Universum was anfangen können, denke ich, eine nette Abwechslung. Okay. Man muss aber auch erstmal mit dem Stil so ein bisschen warm werden. Also wer mit der Thematik generell, wo verrät man denn nicht zu viel? Im Endeffekt geht es um ein Kind, und zwar einen kleinen Yoda sozusagen, der im Endeffekt von einem Kopfgeldjäger, genau, das war ja so, was alles so im Trailer schon vorkam und ist eben die Beziehung zwischen dem Kopfgeldjäger und dem Kind wird halt ein bisschen intensiviert in den ersten Folgen und muss man einfach ein bisschen gucken, was da, wem es gefällt. Ne? Also es ist glaube ich, tatsächlich für jemanden, der totale Star Trek-Nerd der ersten, Star Wars-Nerd der ersten Stunde ist, der wird erstmal ein bisschen wahrscheinlich abgeschreckt sein. Für Leute, die generell mit diesem Disney-Star Wars schon erst in Verbindung gekommen sind oder das auch schon gut fanden, ich glaube, die werden auch eher schneller warm mit dieser neuen Sendung, weil teilweise ein bisschen Späße mit eingebaut sind, die doch ein bisschen arg kindisch sind, das sage ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob du mit Star Wars viel anfangen kannst, René. Ich gucke Star Wars sehr gerne. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe bislang von diesen Disney-produzierten Star Wars-Filmen erst einen gesehen. Das wäre dann der Episode 7 gewesen. Ja. Also, ja. Genau. Ich habe mich da doch tatsächlich so ein bisschen von denen jetzt weggehalten, weil ich gedacht habe, so, ich weiß nicht. So richtig mein Fall war es bislang noch nicht, aber ich glaube, ich komme da jetzt langsam aber sicher nicht mehr drum rum. Weil irgendwie sehen will man es dann doch, aber irgendwie, so ist es ich weiß nicht, ich bin nach wie vor immer noch so in dieser Denkweise, es gibt 3 Star Wars Filme und der Rest ist halt alles nur irgendwie so ein Plumperkram. Ja? Ja, so ist es auch, ja, hast du völlig recht. Also an die alten Folgen kommt es tatsächlich auch wieder nicht ran. Die habe ich alle x-hundert Mal gesehen und die sind auch gut, genau. Und die will man auch weiterhin gucken und den Rest so, ja, okay, wenn alles andere aufgeschaut ist, dann können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber weiß nicht. So,
Ist es auf jeden Fall. Also das war das, was ich, ja, wer Star Wars gucken will, genau, der guckt mal auch in The Mandalorian rein. Schön ist ja auch, dass du bei Disney Plus auch den ganzen anderen Quatsch schauen kannst. Also, glaube ich, bis Episode 8 und alle Spin-Offs, ob es Han Solo war. Oder alles irgendwie drin haben, Dings, oder? Müsste eigentlich alles drin sein, genau. Bis auf der neunte. Der neunte Teil ist noch nicht drin, also allerletzte, der jetzt letzten Dezember im Kino war. Angriff der Klonkrieger, die Rache der Sith, das ist ja so der ganze andere Kram. Solo, den würde ich mir tatsächlich gerne noch angucken. Rogue One, ja. Neue Hoffnung, genau. Imperium steckt zurück, Jedi Ritter, das Erwachen der Macht. Mhm. Genau, das war der, den ich gesehen habe, und den letzten Jedi habe ich noch nicht gesehen, und der neunte, genau, der fehlt ja noch. Richtig, genau. Also dementsprechend kann man sich ruhig mal reinziehen, und die Qualität ist wirklich gut. Also auch für Leute, die vielleicht ja, ich weiß jetzt gar nicht, müsst noch mal genau gucken, ob es die Remastered Endversion, was weiß ich, was da alles ja gibt mittlerweile, wird wahrscheinlich bei Disney Plus auch so gestreamt sein. Ich habe tatsächlich noch die gute alte Blu-ray und DVD zu Hause. Da gab es schon einen Riesenunterschied, weil das dann im Endeffekt mit neuen Special Effects und irgendwelche noch nicht gezeigten Szenen werden ja dann immer in den nächsten Cuts mit eingearbeitet. Also es ist schon ganz interessant, dass man tatsächlich in so einem Film doch noch mal viel verändern kann durch so kleine Schnittbilder. Also es ist auf jeden Fall auch für jemanden, der jetzt schon sagt, ich habe das schon 1000 Mal gesehen, bestimmt interessant, den auch noch 1001 Mal zu gucken, lohnt sich immer. Ja. Auf der anderen Seite eine weitere Empfehlung hätte ich noch. Jetzt habe ich aber hier ein Problem, weil ich wollte eigentlich ein Autokino oder generell Auto geht in Autokinos empfehlen. Jetzt sehe ich auf der Website vom Autokino Grafenbruch zum Beispiel, dass die Vorstellung aktuell wohl noch nicht stattfinden. Ich hatte 2 Berichte im Fernsehen gesehen, wo es darum ging, dass das eben jetzt gute Renaissance hat, dass die Leute im Endeffekt jetzt die Möglichkeit haben. Ist ja eigentlich in der jetzigen Situation voll geil, weil du bist ja maximal mit den Leuten unterwegs, mit denen du da quasi im Auto sitzt. Genau, du hast auch heute nicht mehr diese Lautsprecher, sondern es läuft ja alles über dein Autoradio, also hast du auch nicht mehr diese Kontaminierung über den anderen Mist. Also ich finde es ein bisschen halt seltsam, dass tatsächlich... Wahrscheinlich die Regelungen aufheben, weil du darfst ja sonst, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, darf man im Autokino selbst Mitgebrachtes verzehren? Im Autokino generell wahrscheinlich sonst nicht. Ich war auch schon ewig nicht mehr. Dementsprechend kann ich ja gar nicht sagen, wie das heute ist. Also meine Erinnerungen an Autokino gehen sehr weit zurück, wo ich mich daran erinnere, dass ich mit meinen Eltern vor Weihnachten im Autokino war. Damals hatte mein Vater noch den alten 1er Golf. Das ist echt schon lange her. Wo wir tatsächlich, wir waren in dem Autokino hier beim Main-Taunus-Zentrum. Wo du tatsächlich noch diese Lautsprecher an das Auto dranhängen musstest. Und wir haben vor Weihnachten, damals war der im Kino, das Dschungelbuch gesehen. Ah, okay, sehr gut. Das ist wirklich schon lange her. Das ist lange her, ja. Daran kann ich mich aber noch erinnern. Obwohl das Dschungelbuch doch nochmal verfilmt wurde, also es könnte auch total kurz sein. Und dein Vater steht auf Oldtimer und hat sich einen Golf 1 geholt. Nee, da war ich echt jung, irgendwie 5, 6 oder irgendwie sowas. Okay. Nee, sehr cool, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe gehofft, dass ich hier jetzt sogar ein spezielles hier für die Frankfurter Umgebung etc. empfehlen kann. Kann ich leider nicht, aber dementsprechend ist die Empfehlung, hört euch rum, schaut mal, ob ein Autokino bei euch in der Nähe auf hat, weil viele tatsächlich momentan gar nicht dran denken und nur zu Hause sitzen und sich zu Tode langweilen. Hier könnt ihr zumindest mit einer weiteren Person, wenn man es ja richtig versteht, oder mit Personen, die ohnehin in eurem Haushalt mit euch die Zeit verbringen, könnt ihr da mal zusammen ins Autokino fahren. Eigentlich ein schönes Erlebnis. Ich weiß gar nicht, was an neuen Filmen da immer gezeigt wird. Muss man einfach mal schauen. Aber wie gesagt, schaut einfach mal, ob bei euch in der Nähe ein Autokino ist, was auch geöffnet hat und wo ihr mal wieder ein bisschen Zeit verbringen könnt. Ich gucke gerade mal, hier in der Nähe ist natürlich das nächste Autokino in Köln. Maximal 2 Personen pro Auto plus eigene Kinder bis 14 Jahre. Aber hat geöffnet. Ja, aber scheint geöffnet zu haben, tatsächlich. Scheint tatsächlich geöffnet zu haben. Okay, ja. Nee, also, das Filmangebot ist da gerade aber auch irgendwie sehr
beschränkt, wenn ich mir das hier gerade angucke. Also ich kann jetzt wählen zwischen Nightlife, hier der erste deutsche Film mit Elias Mbarek, ja, da hört es schon auf. Fantasy Island ist so ein Horror-Ding, ist ja irgendwie basierend, glaube ich, auf diese Serie, die es früher mal gab. Wie heißt das? Fantasy Island, da gab es doch früher eine Fernsehserie, die hat meine Oma Island immer gerne geguckt. Ja. Fantasy Island, ja. So, dann ansonsten hier Gemini Man, der 48. Film mit Will Smith und der wird auch von Mal zu Mal, werden die Rollen immer schlechter. Lindenberg, eine Doku oder hier der Film über Udo Lindenberg, der könnte noch fast interessant sein. Bad Boys Teil 3, brauchst du jetzt nur auch immerhin, nicht. Das ist doch ganz witzig. Nur, aber das ist doch ganz witzig. Nee. Der erste war gut, der zweite war okay und der dritte, weiß ich nicht, kannst du jetzt auch wahrscheinlich wegschmeißen. Oder Das perfekte Geheimnis, der nächste Film mit Elias Mbarek. Ja, also da gucke also ich, glaube ich, merkt, worauf da gucke ich, glaube ich, eher Wert legen. Hier Disney Star Wars Episode 8, da habe ich, glaube ich, mehr von. Okay, ansonsten, ich hatte nämlich gesehen, hier bei dem Gravenbruch war als Vorschau noch Jigsaw, also der tausendste Teil zu Saw. Total kindergerecht, ne? Ja. Ja, genau. Aber auch in dem Fall, es war tatsächlich die Drive-In Horror Nights. Und zwar wäre noch gekommen The Nun, also das zweite Spin-off zur Horrorreihe Conjuring. Okay. Also es wäre tatsächlich, wären das nur zwei Horrorfilme gewesen und dann kommt irgend so ein Vogel, der kommt dann auf die Idee und haut von hinten gegen dein Auto. Das soll ja auch ein bisschen spannend werden. Ja, ja. Da wäre ich dann ein großer Kandidat für, der dann bei so Horrorfilm-Dingen einfach mal rumgeht und bei den anderen Leuten gegen das Auto kloppt. Ich glaube, dann muss ich aber schnell weg. Ja. Ich sag mal, zu der Zeit, René, du weißt, du darfst dein Auto doch gar nicht verlassen. Also schon mal keine Sorge. Wird doch kontrolliert, dass du genug Abstand hältst. In deinem Auto bleibst. In deinem Auto bleibst. Brauchen deine mit. Ja, brauchst du große Autos, damit du den Sicherheitsabstand im Auto einhalten kannst. Großartig. Genau. So müssen ja die Verkäufe wieder angekurbelt, wenn die arme Autoindustrie. Ja, oder es muss jeder mit seinem eigenen Auto kommen. Oder so. Da sind wir auch beim Thema. Demnächst gibt es jetzt auch mal wieder Umwelttipps, aber gut, wobei so viel Umwelttipps braucht es wahrscheinlich jetzt gar nicht. Man liest ja sehr viel, dass irgendwie ganz viel CO2-Thematiken irgendwie zurückgehen, Satellitenbildern so klar waren wie seit Ewigkeiten nicht mehr, weil der ganze Smog nicht da ist. Also jetzt erst mal ganz kurz Vorteile. Da muss ich einen wirklich wichtigen Punkt einbringen. Oha, jetzt geht's. Dieser Mist, wenn ich mir das sind wirklich, wenn man natürlich diese, glaube keiner Statistik, die nicht selbst gefälscht hast, das ist ja sowieso der Standardspruch, das ist tatsächlich auch da ganz wichtig, wenn du die Faktoren, die natürlich hier dazu führen, wenn natürlich die Produktion komplett runtergefahren ist, keine Industrie mehr Abgase rausbläst, viel weniger Leute unterwegs sind und so weiter und so fort, natürlich sinken dann diese Werte. Aber erstens, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich ganz viele Firmen, und das ist tatsächlich ein Umwelttipp hier an der Stelle, sprecht mit eurem Arbeitgeber und sagt, Leute, wir wollen hier doch was wir auch für die Umwelt machen. Es funktioniert so super, ich will Homeoffice machen. Spart euch die Scheiße, morgens im Stau zu stehen, hin und her mit dem Auto da rumzugurken. Wenn es irgendwie geht, wenn es für euch auch wunderbar funktioniert oder sprecht mit eurem Arbeitgeber, ob er nicht bei euch zu Hause noch ein Büro besser einrichtet. Weil ja, wenn ich mir diese Notbehelfe hier teilweise anhöre, was richtig. Da die Leute erzählen, da sie vor einem 11-Zoll-Laptop da sitzen und 5 Tabellen gleichzeitig aufhaben sollen. Ja, also das funktioniert natürlich nicht, aber so funktioniert auch Homeoffice normalerweise nicht. Es ist normalerweise ein ganz gut ausgestatteter Arbeitsplatz, der tatsächlich auch vom Arbeitgeber soweit ausgestattet werden sollte, dass es den Arbeitsbedingungen auch förderlich ist. Ja, da musst du jetzt, da nur musst du halt, so viel das dazu. Ist, glaube ich, auch abhängig von den Regelungen. Also ich sehe das ja bei uns zum Beispiel in der Firma. Ich habe ja keinen festen Arbeitsplatz zu Hause. Ich habe nur die Möglichkeit, auch so, ohne jetzt irgendwelche Pandemie, Corona, hast du ja nicht gesehen, Dinger, einfach auch von zu Hause zu arbeiten. Aber das ist dann meine freie Entscheidung. Ich kriege von meinem Arbeitgeber jetzt hier keine Sachen zur Verfügung gestellt. Das ist ja dann auch immer abhängig von den Regelungen in der Firma, weil es ja dann auch wieder steuerrechtliche Anrechte und so weiter hat. Aber das wäre tatsächlich so ein bisschen eine Hoffnung, die ich jetzt aus dieser ganzen Thematik heraus habe. Zum einen, dass
es viel mehr Verständnis dafür gibt, zum einen, was jetzt Arbeiten von zu Hause, zum einen, dass es doch tatsächlich auch bei viel mehr Dingen möglich ist und auch ganz anders da eingeschätzt wird, weil was du ja auch in der Vergangenheit sehr oft irgendwie hattest, war so diese Thematik, naja, der sitzt halt zu Hause und arbeitet in so großen Luftanführungszeichen. Ja. Ja, genau. Sondern dass tatsächlich das dann auch Arbeit ist und dass das auch je nachdem, was man halt eben für einen Job hat, sogar anstrengendere Arbeit ist, weil du eben mal nicht schnell irgendwie zum Kollegen, Kollegin irgendwie gehen kannst und was fragen kannst, sondern das einfach mit ganz anderen Strukturen verbunden ist, dass viele tatsächlich das jetzt erkennen und auch Firmen das erkennen und dann auch sagen, von wegen, wir geben da auch Möglichkeiten, aber auch, dass generell man jetzt mal erkannt hat, wie wichtig so Dinge wie Infrastruktur abseits von hier klassisch Straßen und sonst irgendwie was ist, sondern dass es auch eben auch andere Infrastruktur gibt und vor allen Dingen auch, wir hatten es ja eingangs gesprochen, Schulen, dass man sich eben auch Gedanken macht, wie so ein Unterricht stattfinden kann, wenn jetzt eben nicht die Schüler alle da sind, weil ja, wir wollen alle hoffen, dass das irgendwann zur Normalität wieder zurückgeht, aber wer sagt denn, dass das ein Dauerzustand ist und vielleicht sollten wir jetzt auch einfach mal aufwachen und uns Gedanken drüber machen, dass das, was in anderen Ländern gemacht wird, nämlich auch frühzeitig Schulen mit Möglichkeiten auszustatten, so Unterricht irgendwie virtuell zu machen. Genau. Und vor allen Dingen auch ja nicht nur irgendwie Technik dahinzustellen, weil damit hast du ja auch nichts gewonnen, sondern auch die Lehrer dahingehend fortzubilden, dass die mit dem Kram auch sinnvoll irgendwie Unterricht machen können, dass wir das endlich jetzt auch langsam mal erkannt haben, dass wir an der Stelle mehr Entwicklungsland als Fortschrittsland waren. Guter Punkt und ich denke mal, René, dass du da auch Betroffener bist und dementsprechend das auch mit aufgenommen hast. Fand ich sehr schön. Ich bin ja zum Glück noch nicht oder beziehungsweise mein Kind ist noch nicht in dem Alter, dass es mit Schulaufgaben jetzt aktuell bombardiert wird. Aber ich habe gelesen gehabt, dass teilweise ja Arbeitsaufträge, dadurch, dass ja die Plattform, du sagst das gerade richtig, Digitalisierung noch nicht wirklich so umgesetzt wurde von jeder Schule, ja, ich sag mal, der klassische Weg E-Mail ja noch häufig genutzt wird und dann tatsächlich Arbeitsaufträge kommen, ja, die einen realistischen Arbeitsaufwand von tatsächlich einem Arbeitstag haben, also 8 Stunden, ja, das kommt und halt so sehr auch eingeplant ist. Jetzt kommt halt sehr drauf an. Also wir kriegen, unser Sohn kriegt quasi auch einmal in der Woche so einen Arbeitsplan irgendwie zum Abarbeiten. und das sind halt dann aber pro Tag auch so rund 4 Schulstunden. Also das sind halt dann schon so 3 bis 3,5 reelle Zeitstunden, die du halt mit dem Kind dann da irgendwie machen musst. Ich habe es aber auch von anderen Eltern erfahren, die halt eben nichts per E-Mail bekommen haben, sondern die halt einmal in der Woche wirklich physisch in die Schule kommen müssen, um sich da die Sachen irgendwie abzuholen, weil nicht irgendwie jeder E-Mail hat und sonst irgendwas. Ich habe aber auch von anderen Eltern gehört, wo Kinder auf weiterführenden Schulen sind, die tatsächlich so eine Art Plattform haben und wo es auch Abgabefristen gibt, also wo dann die Aufgaben abends um 18 Uhr quasi dort hochgeladen sein müssen, damit der Lehrer, die Lehrerin die Sachen dann dort halt kontrollieren kann. Also auch solche Dinge. Ja, das Dinge ist ja aber schon ein ganz guter, ja, Schritt, ne? Ja, ja, das ich sag ja, das ist ja in die richtige Richtung. Die, ne, Reichweite von, ich muss irgendwie da hinfahren und mir meinen Kram in der Schule, ja, irgendwie abholen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es ja auch die eine oder, ja, andere Schule, die die Sachen irgendwie aufs Fax legt oder irgendwas. Bis hin zu, es gibt halt Schulen, die halt Online-Plattformen haben. Da ist halt die Spanne sehr groß und das ist nach meinem Verständnis und nach meiner Erfahrung halt auch sehr abhängig davon, was du an Leuten an der Schule hast, die halt tatsächlich auch Bock haben und Möglichkeiten haben, so Dinge irgendwie zu machen. Aber wenn du halt auch in der Schule, ja, ja, irgendwie keinen hast, der irgendwie IT-Skills hat und in der Lage ist, halt auch sowas mal eben irgendwie hochzuziehen, keinen genauso Spaß mit irgendwelchen, dran hat, dann wird das nicht so, ja, Videoplattformen, ich sag mal, es gibt mittlerweile genügend Anleitungen, wie man sich auch mit wenig Aufwand so eine eigene Videoplattformlösung irgendwie hochziehen könnte. Wenn da aber nur Menschen sind, die irgendwie, weiß ich nicht, sehr gut sind in Deutschkunst und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Musik, aber halt keinerlei IT-Skills in dieser Schule vorhanden sind und auch selbst wenn du die Infrastruktur hast, ich meine, ich habe das ja bei uns in der Firma gesehen, nur weil du Leute hast, die gut da drin sind, Leute irgendwie weiterzubilden, die aber keine Ahnung haben in dem Umgang, wie sie das mit der Plattform machen, der Unterricht ist halt nicht derselbe. Den musst du halt anders strukturieren und wenn der Lehrer das halt oder die Lehrerin das nicht kann, dann bringt halt auch die technische Lösung überhaupt nichts. Nee,
Da bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Es muss der Anwender, muss im Endeffekt da sein und muss auch Spaß dran haben, sonst ist das eigentlich alles schon zum Scheitern verurteilt, ja. Also da ja, ist aber schön, dass wir heute wieder gelernt haben, dass tatsächlich manche Leute heute noch keine E-Mail haben, die zumindest in einem Alter sind, die, ich sag mal, wenn du noch Kinder hast, bist du normalerweise noch nicht uralt, die jetzt gerade noch in die Schule gehen. Ist schon interessant. Also wieder was gelernt. Die Diskussion hatten wir hier schon in der Kindertagesstätte, wenn es irgendwie drum ging, ob wir irgendwie die Informationen über Dings irgendwie per E-Mail verschicken kann, wo dann Eltern gesagt haben, ja, können sie machen, aber rufen sie mich bitte kurz danach dann an und sagen mir Bescheid oder schicken sie mir eine SMS, weil ich gucke da nur einmal im Monat rein. Ah, ist schön. Wo ich dann auch immer schon kurz davor war, schreiend durchs Fenster zu springen. Ja, es ist aber immer wieder interessant. Da sind wir aber doch wieder beim Thema. Vielleicht, und wir reden ja hier auch oft von diesen thematischen Umsetzungen des Bundesliga-Rückrundenstarts und so weiter. Wir wollen ein digitales Produkt oder wir wollen ein innovatives Produkt, besser gesagt, vielleicht mit digitalen Inputs, dass Leute das digital nutzen können, miteinander kommunizieren können. Das ist natürlich, es wäre mal wirklich interessant zu sehen, wie viele Leute das wirklich interessiert oder ob wir da in unserer Blase hier tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil an Leuten ansprechen und der Großteil sagt, was sind das für Spinner? Ich will einfach nur einen Ball rollen sehen und mir ist das doch egal. Ich will meinen Sky Receiver anmachen, den ich wahrscheinlich gerade so bedienen kann. Ich will auf die 201 schalten, damit ich da meine Konferenz gucke und dann ist mir der Rest auch egal. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, wie viele Leute wirklich auch diesen Weg, weil wir uns ja immer wundern, diese Produkte, die da auch vor der Corona-Krise geliefert wurden, jetzt machen wir die Halbzeit-Show und dann ist 5 Minuten ist Werbung für, was weiß ich, die Immobilienfirma XY und die Versicherungsfirma das und das. Und jetzt zeigen wir ganz schnell, kriegen wir nicht alle Tore unter, egal, machen wir weiter. Und das ist dann die Halbzeit-Show. Da haben wir uns ja schon immer gefragt, für wen wird denn diese Scheiße auf gut Deutsch produziert oder auch diese Talkrunden? Aber vielleicht sind wir einfach in der Blase drin und müssen uns hinterfragen, ist das wirklich das, was die breite Masse heute will? Hinterfragen müssen wir uns da nicht, weil im Endeffekt ist es schon sehr seltsam, dass die breite Masse das will, wenn sie es wirklich wollen würde. Es ist auf jeden Fall aber immer die Frage, können die anderen Leute überhaupt was damit anfangen, was wir hier reden? Und deshalb, falls ja, ich hier aber vielleicht, Leute abge... Vielleicht ist das ja jetzt auch durchaus der Zeitpunkt, wo man sagen kann oder wo man auch mit einem Produkt, was man jetzt da vielleicht an die Rampe stellt, um in dieser Corona-Zeit da jetzt irgendwie den Leuten was zu bieten, auch den anderen Menschen zu zeigen, okay, es gibt halt mehr als dieses klassische Fußball-Angebot, ihr schaltet hier irgendwie auf Sender XY auf eurem Sky-Receiver und guckt halt die Konferenz, sondern es gibt halt auch noch andere Varianten, um das auch wieder so ein Stückchen aneinander zu bringen. Es muss halt einfach einfach sein. Das ist eigentlich hier der wichtige Punkt an der Stelle. Und das ist einfach nur, es darf nicht nur für den IT-Nerd und Dings, sondern es muss im Endeffekt eigentlich so easy, simpel und einfach gemacht sein. Und deshalb eigentlich auch wieder eine Empfehlung an der Stelle. Deshalb bin ich auch nur nochmal an der Stelle gewesen. Bitte jegliches Konsortium, was sich jetzt mit Themen auch rund um diese Streaming-Situation kümmert. Es gibt genug Leute, die eben nicht die Möglichkeit oder auch nicht die Skills haben, da groß jetzt, Streaming-Plattformen noch auf irgendwelchen Zweitgeräten zu installieren oder sonst irgendwas. Die das gar nicht wollen. Also geht ja nicht nur um Skills, sondern die halt auch einfach sagen, so, das ist nicht das Produkt, was ich haben will. Was ja prinzipiell auch okay ist dann, aber muss man ja ein Produkt haben, was dann irgendwie für alle genauso ist es. Zielgruppen irgendwie ist. Ja, und auch da muss und man sich auch ja dann einfach abrufbar. Ja. Genau, so ist es. So ist es. Nee, deshalb schauen wir mal. Nee, aber ich denke, da haben wir doch ein bisschen was zumindest noch gefunden. Genau, das war jetzt ein etwas längerer Empfehlungsblock. Wenn ihr da draußen noch Empfehlungen habt für uns, die wir hier nennen sollen, dann schickt sie uns, schreibt sie in die Kommentare, schickt sie uns per Twitter, whatever. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken bei all denen, die uns auch in der heutigen Zeit unterstützen und möchte nochmal darauf hinweisen, ihr findet auf unserer Seite auch einen Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr also jetzt gerade durchaus auch die Dienstleistung von Amazon als Online-Einkaufsmöglichkeit
nutzt für überteuertes Toilettenpapier, Seife oder sonstige Dinge oder auch für absolut notwendige Dinge, dann geht doch mal über unseren Affiliate-Link. Ihr könnt uns damit indirekt unterstützen. Ihr zahlt den gleichen Preis, es kostet euch nicht mehr, aber es bleibt ein bisschen was bei uns hängen. Und vielleicht, wenn ihr das ein oder andere macht, dann können wir hier auch bei uns die ein oder andere Lücke damit so ein bisschen erfüllen. Ansonsten auch vielen Dank bei all denen, die jetzt hier neu mit Überweisungen und bei PayPal irgendwie eingestiegen sind. Vielen, vielen Dank. Bislang sieht so aus, als wenn die monatliche Anzahl der Unterstützer bei uns tatsächlich nicht zurückgeht. Der Monat hat ja gerade erst angefangen, von daher kann ich das noch nicht mit Sicherheit sagen. In den letzten Wochen sah es allerdings danach aus. Wenn das wirklich der Fall ist, dann vielen, vielen Dank, dass ihr hier so treue Unterstützer seid. Ja, wir müssen mal schauen. Super. In der nächsten Woche, ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden wahrscheinlich nicht auf den Dienstag gehen, sondern nächste Woche auch wieder auf den Donnerstag. Zum einen, weil sich das Anfang der Woche mit 93 und Fußball 2000 ja alles so ein bisschen knubbelt, aber auch, weil nächste Woche am 23., was ja exakt, wenn ich das richtig im Kalender nachgeschaut habe, der Donnerstag sein sollte, ist richtig, ja. Ja, die DFL und die UEFA hier Dinge besprechen. Von daher wäre das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, da auf den Donnerstag zu gehen. Von daher könnt ihr euch das schon mal im Kalender markieren, genaue Uhrzeit und so weiter. Für Livestream seht ihr dann wie immer bei uns auf der Seite. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt nicht lang rum und machen hier den Sack zu und wünschen euch eine halbwegs erträgliche Nicht-Fußball-Corona-Zeit und wir melden uns in der nächsten Woche am Donnerstag in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. We'll be right back.